Guten Abend, herzlich willkommen. Es ist nicht Montag, es ist Mittwoch. Und trotzdem fahren wir heute World of Tanks, weil wir Montag nicht gefahren sind. Hallo First Front und hallo Sturmei, Grüße. Hallo. Huhu. So, servus. Jetzt muss ich erstmal hier nochmal gucken. Erstmal hier meine Anfrageliste der individuellen Belohnungen aufmachen und. Erstmal Hallöchen an den Chat. Hallo Flipsi, hallo Krongstrom, hallo P9, hallo First Front, hallo Madcat, hallo Druck Detlef, hallo Adrian, hallo Kirtano, ach und Ed O'Hare, ich bestehe auf einen Anteil des versprochenen Bierkastens aus dem Replay-Video von heute. Ach, leck mich doch. Was war das? Wer hat sich da gerade ein Bier aufgemacht? Ich. Du. Ja. Alter. Das. Ihr seid solche Säufer. Oh Mann, ey. Hallo Horst. Ich habe heute im Replay-Mittwoch gesagt, wenn der trifft, dann gebe ich einen Kasten Bier aus. Und der hat getroffen. So, auch hallo Schildkröti, hallo Sturmei. Hallo Hauptgefreiter, hallo Foxy, hallo kommt nachher. Hallo Ranigon, hallo Enigma, viel Erfolg heute, lasst es knallen, dankeschön. Madcat hatte ich glaube ich schon, hallo Madcat und so. Ich habe was Neues, wo ich auch noch ein Video drüber machen muss. Ich bin gestern schon mit dem Axel, ah, der war dann krank, der hat geschwächelt. Außerdem lief's scheiße. Hochlebe der Bügelverschluss. Stritzwagen 81 gibt es aktuell nur im Twitch Prime Paket zur Miete und dann zum Kauf, wenn man das will. Ist im Grunde nichts anderes als ein Primo Victoria, außer dass das Crew Layout minimal anders ist. Hat nämlich nur 4 Leute statt 5. Ansonsten ist es im Grunde ein Primo Victoria. Wir waren gestern schon ganz aber oft. Aber die Tarnung immer. Ist cool. Das ist die Standard-Schweden-Tarnung, die du für 75.000 kaufen kannst. Ach so. Ja. Axel auch so, was hast denn du denn für eine hässliche Tarnung drauf? So, ja, Alter, das ist die ganz normale 75.000-Credit-Tarnung. Halt's Maul. Der sucht noch einen Clan, aber kennt sie ihre Tarnung nicht aus. So, erstmal noch hier. Ja, schau mal, der da drüben heißt Sorry, Papa spielt. Du bist eine lustige Steinigung wert. Ja! Du bist ein Einheimischer. Prima! Und viel Spaß, die Herrschaften. Ach so, und aus diversen Gründen. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Nein. Ja. Alter! Hallo, Master. Ob sich unser T10 irgendwie allein vorkommt? Oh, ich steck fest, Hilfe. Oh nee, Nadja, ehrlich? Nö. Ja, das ist so ein Mikro-Lag. Nö. Steck fest. Also normalerweise kenne ich die Aussage nur von First Front, aber okay. Kann nicht noch ein Team-Damage geben. Ach, warte mal, wenn ich mich aufbock, könnte es vielleicht gehen, oder? Danke, hallo, Timo. Komm ich da nicht drüber? Fahr rückwärts, jetzt endlich, dass ich hier rüberkomme, Mann. Ach so, aber ich will ja da drüber. Oh, ja, dann fahr doch die. Mädels. Ha, bin drüber. Oh. Oh, ich bin offen. Oh nein, ich verschieß den Killshot. Oh, First Run, ob das eine gute Idee war. Oh, was hast du für Klatsche gekriegt, hey? Uiuiui. Stehen alle da hinten. Wo oh, der ist weg. Chimera mit Instant APCR natürlich wieder, ne? Na gut, der tut natürlich weh. Ey, da lade ich schon Gold und dann komme ich an diesem blöden KV3 nicht durch. Steht. Challenger, Chimera, T54. Oder.
Ach guck, das war einer von Lanis. Wer? Der EBR? Der. Ja, ja. Das ist die erste Runde, Timo. Du kommst da unten nicht mehr raus, oder was? Ich habe Angst, mich zu bewegen. Ach so. Das ist das. Darum geht er auch nicht arbeiten. Chimera weiß erst da. Na, was ist ein IS-3? Wollen wir den pushen? Das ist nur ein Type 59. Obwohl, da ist noch was anderes gewesen. Du zwischendurch auch so Mikrolex? Nee. Monzi VIP Resub incoming. Bei mir läuft's. VT, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Oh, scheiße. Oh, ich muss mich konzentrieren. Ah, zweiter Monat, danke. Ach, come on, ey. Die haben noch zu viele Hitpoints, dass ich die da pushen könnte, vor allem nicht alleine. So. Alter! Ja, er schießt natürlich Gold. Was macht denn ihr dort? Wo sind die beiden hin? Ah, oh, die sind tot. Ich hab mich schon gewundert, warum die hier wieder hochpushen. Ich komme mit Gold nicht durch am T54 an der Unterwanne und die pushen jetzt hier rein. Jo, danke IS3, dass du überhaupt irgendwas machst dort. Super. Ich könnte dir Hilfe vertragen. Ja, bin gleich da. Kannst du. Er zieht mir frontal das. Er. Nadja. Ich hab gerade erst. Tut mir leid. Oh, Scheiße, gabbelt da der T29 echt ab. Hallo Feten. Boah, ich komme beim Type nicht durch, oder was? Ich bin mehrmals jetzt, ich bin an der Turmseite mit Gold beim T54 nicht durchgekommen. Pff, ich hab keine Ahnung. Was macht denn der hier eigentlich? Aber das war gestern schon mit dem Axel, das war echt anstrengend. Also ich weiß ja, dass dieser Schritt, also nur als Hinweis, es kommt da noch ein Video zu dem Panzer. Aber spart euch die Kohle, der Panzer ist scheiße. Ich fand schon den Primo kacke. Das Problem, das Hauptproblem ist, es ist im Grunde ein britischer Panzer. Die Gun-Softstats sind einfach nur scheiße. Die Granaten fliegen sonst wohin. Dazu kommt noch, dass der Standard-APCR hat und damit ist die Normalisierung auch noch scheiße. Na, hinter dir ist, bist du eigentlich tot. So, und dadurch, dass du halt nicht genau die. Du triffst nicht dort, wo du hinschießt und damit. Hast du so oft Schüsse, die einfach nur abprallen. Das nervt extrem. Und dazu kommt halt, dass er nur 230er Alpha hat. Und das ist auf Tier 8 einfach der letzte Dreck. Du musst so oft schießen, um auf deinen Damage zu kommen. Hallo Sunday, hallo Racing. Komm raus. Ja, ich will den Panzer nochmal fahren. Ach so, siehst du, aber ich wollte den anderen Panzer kaufen. Das muss ich mal noch machen. Wie lange ist das Care-Paket aktuell gültig? Wie lange läuft das? Weil ich Was wollte... meinst du mit Care? Na, das Twitch Prime Care Paket. Ihr habt das ja nicht, weil ihr kein Prime habt. Aber vielleicht weiß es jemand im Chat, bis wann das aktuelle Paket läuft. Ich will jetzt hier. Sehe ich das, wenn ich hier draufklicke? Gut, dass es hier nicht steht. Bis zum 29. Ja, weil den Schmalturm will ich mir kaufen. Den Schmalturm, den. 30% Rabatt für den Schmalturm, das kann man schon mal machen. Ach,
Sorry. Mozzi VIP Resub incoming. Alter, was ist denn jetzt? Jetzt ist hier irgendwie Hype Train. Was ist das denn? Mozzi VIP Resub incoming. Alter, also erstmal DBG, vielen Dank für deinen Resub. 13. Monat, frohes Neues, nachträglichen Lull und Schildkröti, 3. Monat, yay. Auch an dich, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Und jetzt ist hier irgendwie ein Hype Train gestartet. Ich hab, das ist irgendein Twitch-Ding, ich hab keine Ahnung. Ja, das ist neu von Twitch, denn jetzt läuft die Dings runter, die Zeit und oh, schaffen wir so und so viele und dann, ach, keine Ahnung. Das ist so, man kann es gut so, finden, man kann es schlecht finden. Ja, das ist so ein Ding, um einfach den Leuten das... Alter, wer von euch? Ich hau dich, First Front. Hihi, hau zu. Hä? Oder wer ist denn hier Kommandant bei uns gerade? Sie. Nee, ganz quiesend. Ah, ah. Komm, du fährst doch kein TD, fährst keine AT, das ist doch 1 Giga. Aber nicht gegen 15er. Finde ich auch nicht gut, aber. Hallo, Birne, Wummelbirne, Servus. Naja, hallo. Was heißt diese 94%? Kann man da, also was hat man denn davon, ja, wenn der Hype Train auf die nächste Stufe geht? Ja, dann fängt er wieder an, dann brauchst du aber länger bis zum nächsten. Aber wird da irgendwas freigeschaltet oder wie? Keine Ahnung. Ja, hier gibt's irgendwie Belohnung. Alter! Jetzt Mozzi-Subs. Madcat. Stufe 1 abgeschlossen. Irgendwas ist jetzt. Als ich hab keine Ahnung. Ein Mozzi-Subs. Abonniere, verschenke. Und die nächste Stufe. Mir hängt hier. Was denn? Das dünne Ding, ja klar. Und das hält diese Scheiße da ins Gesicht. Ich verschießt hierher. Jetzt bin ich offen. Ja, ich bin auch offen. Na, der T54 halt. Party hat. Aua. Wer hat denn da gerade auf dich? Der Patton oder der T54? T54 hab ich getrackt. Wir haben hier zwei Artis. Komm. Die kommen da vermutlich nicht ran. Also vielen Dank, Madcat. Ich bedanke mich gleich richtig. Ich will erstmal hier konzentriert zu Ende spielen. Progetto kommt jetzt schon von hinten. Noch. Na, der Bossig steht auf B1. Sag mal, wenn du leer bist, damit ich auch rauspieken kann. Jetzt. Ich hasse diese Kanone. Der T54 kommt von der anderen Seite. Ich bin offen. Oh, ganz knapp vorbei. Schiss. Ich muss mal komplett im Nach. Wo schießt der denn? Was macht denn der Progetto? Warum fährt denn der jetzt wieder zurück? Ey, zweimal trifft der Wichser meinen Benzintank. Der hätte die. Nö, die Su hat sogar noch so viel Zeit, dass er sich umdrehen kann. Diese Kanone. Nur unser Arti checkt. Der war getrackt, der hat seinen Rap-Kit. Ich warte jetzt, bis ich voll bin, dann pushen wir den eben. Ja, okay. Müssen wir. Ja. Ich hab ihn nochmal getrackt. Ja, jetzt. Ich bin da. Oh Gott, die Heavy Lane. Ja, das ist durch. Machst halt nix. Versuche noch an den Löwe ranzukommen. Was kann denn noch schlimmer sein, hä? Jehova! 100
86, Alter. Ja, klar. Alter, Kirtano. Das reicht, wer die geschmissen? Oh nein. Wo guckt denn der hin, der Löwe? Keine Ahnung. Nicht zu mir. Motor ist noch im Arsch. Kranwagen ist One-Shot für dich. Ja, ich will den Löwe erstmal haben. Der ist gebounced. Ich kann den Löwe jetzt. Oh, ich komme natürlich im Killshot an der Wanne nicht durch. Komm, Pro Ghetto, jetzt warte mal Eier. Zur Not musst du dir einfangen. Ja. Ich bin noch mit Points. Ich weiß, ich spiele hier gerade Mr. 100%. Ja, der schießt Heat. Und ich vergesse immer, dass der Kranwagen jetzt so viele Hitpoints mittlerweile, so viel Alpha hat. Jetzt bin ich natürlich One-Shot für den Defender, scheiße. Nee, noch, oh, die haben auch zwei Artis. Oh fuck. Der ist doch noch voll. So, Su, jetzt musst du von hinten kommen. Okay, er dreht sich. Ne, er guckt immer noch zu. Er guckt immer noch zu uns. Komm, Su! Hat er geschossen? Ja, bin doch drauf gegangen. Warte. Da kommt die Arti. Er guckt immer noch zu mir. Su, jetzt mach doch mal Eier! Der guckt die ganze Zeit zu mir! Jetzt nimmt er mich raus. Ja, er schießt APCR und ich komme am Heck mit Gold nicht durch. Scheiß Defender. Und die Su, die, weißt du, er hat geschossen. Was macht sie? Nichts. Sie pusht den doch mal. Alter, was für ein inkompetenter Spieler. Ja, ja, das Objekt 263. Das beschwert sie auch schon die ganze Zeit. Ja, wir verlieren das jetzt, deswegen. Der hat geschossen, die hätte den mindestens eine... Das kriegt mich auf, ey. Solche dummen Leute. So, also, Madcat. Vielen, vielen Dank für 3 Gifted Subs an Racing, an Raysbad und an Kongsturm und nochmal Kirtano. Vielen... Oh, ist die so dumm. Okay. Ja, die ist... Das kannst du nicht mehr angucken. Und Kirtano, vielen Dank für 300 Bits. Dankeschön, vielen Dank. Und wir haben jetzt irgendwelche Level 1 Hype Train Emotes erhalten. Zeige deinen Support im Chat. Was soll ich jetzt machen? Teile dem Kanal mit, dass du einen neuen Hype Train Emote erhalten hast. Ja, wie kann ich das denn jetzt machen? Ach so, oder was? Dankeschön schicken. Also, es sind jetzt hier irgendwelche Emotes freigeschaltet. Vielen Dank. Ja, das ist echt super. Lass mir mal wenigstens noch die Runde zu Ende gucken, weil ich will die Auswertung komplett haben. Ich wollte auch mal. Jawohl, wenn es ein... Die müssen den... Der hat so wenig Hitpoints, wenn es ein Splash... Ich fahre auch dann, beide vor, das ist schon mal ganz gut. Ja, das, er macht's aber auch gut, der Defender. Ja, eigentlich nicht. Also das jetzt wieder mal nicht. Er macht's aber okay, auch. Das war jetzt gesagt, dumm. Also, er, also gegen die Su und mich hat er es gut gespielt. Natürlich mit dem Vorteil, dass die Su einfach kernbehindert war. Entschuldigung. Aber das war jetzt ein bisschen dumm, sich da die Deckung wegzuschießen. Eieiei. Na gut. Das war eine erste Klasse, ernsthaft. Du machst mit 2100 Schadenspunkten 4 Kills, bekommst du eine erste Klasse in diesem Panzer. Okay, okay, ich fahre jetzt noch was anderes, worüber ich mich aufregen kann. Warte, Tier 10. Na, packen wir aus, da die Fleischpeitsche. Ah, warte mal, apropos auspacken. Also, Flupp. Nein. Auf den Tisch die Wurst.
Fehlten 6% für Stufe 2. Ja, Kirtano. Ist doch irgendwann später. Was fahrt ihr? EN 100. Kommst du denn zu dem? Jetzt ich will immer noch ein Video über den machen, dass der scheiße ist. Aber dazu brauch ich. Du hast doch ein Replay geschickt, du Pappnase. Wann? Das ist auch schon eine Weile. Vom EN 100. Wie spielst du denn da? Mit Heat Only oder was? Nein. AP? Alles mal. Ach so. Wo habe ich dich denn? Das hast du mir bestimmt per PN geschickt, oder? Ja. Stimmt, da war noch ein Replay von Nadja im genau. Udes. Nee, im E25. Genau. Ach hier, guck mal, da habe ich dich. Kannst du es dir ja vorher angucken? Ist mit. Also ich habe Glück gehabt, ich habe ein bisschen RNG gehabt. Pech habe ich auch gehabt. Aber eigentlich hat er nur gecheatet. Ja, wie. Na, pass auf, dann kann ich ja mal zeigen, dass er, wie ich den Scheiße spiele, und dann kann ich ja die zweite Runde von dir zeigen, wie man den richtig spielt. Du schneidest die parallel, wie man es nicht macht oder so. Nee, schon. Okay, wir haben 4. Sag mal, was ist denn das für Matchmaking? Wir haben 4 Heavies, der Gegner hat 3. 3? Ach, siehst du, ich habe den 3D-Skin gar nicht drauf. Nee, ich versuch so. Ich versuch die Arti-Mumpeln zu treffen, aber ich das schaff. Was fährt denn die? Hey, ein neuer Mozzi. Totti, danke für den Follow. Racing, ja. Ich hatte vor 2 Wochen nachts um 12:30 auf dem Wargaming-Discord eine sehr nette Unterhaltung mit einem Wargaming-Mitarbeiter. Das war lustig. Ich hab's ein bisschen gefeiert. Da ging's um den Treffer. Könnt ihr euch noch an den Stream vor 2 Wochen erinnern? Da bin ich auch eher in 100 gefahren. Und ich habe in der Stadt von Lakeville einen Treffer von der T92 bekommen, wo sie mir 580 Damage gibt, obwohl ich einen großen Splitterschutz auf dem Ding hier drauf habe. Und darum drehte sich die Unterhaltung, wie das denn sein kann. Und wo man denn getroffen werden kann, dass das passieren kann mit dem EN 100. Aua. Na, der hat direkt hier drin. Wer? Oh. 60 dB. Naja, du bist ja auch da hinten. Ja, und? Was geht mit dir? Na, ich habe gerade den Jahrhundertschuss gemacht. Das geht mit mir. Mit HE, die Arti. Oh. Ich bin offen, scheiße. Ach komm schon, echt jetzt? Warum schießen unsere Artis denn eigentlich nicht? Hallo. Da steht eine Badge, die snipert. Irgendwo hier. Kommt man an das Objekt noch ran? Weiß ich nicht, aber ich muss mich da noch für einen Schuss rechnen. Ich habe mich auch getroffen. Ah, Mist, vorbei. Jetzt wurde nachgeladen. Ja, dann fahren wir mal. Wo ist denn der FV? Der war noch nicht gespottet. Ich hab ein bisschen hier Angst. Hier steht drüben bestimmt bei der Medline. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, ist so. Der hätte uns auf 260. Ich hab Foch geschossen schon lange. Oh. Fast. Ja, ich auch nur. Oh ja, fahr halt wieder in den Weg da oben mit der scheiß 260, ey. Ich dachte schon, ich hab dich noch angedotzt beim Schießen. Nee, ging in die Kette da von dem Penner da oben.
Ich bieg mal rechts ab. So, Bad Chat. Da ist der FV. Oh. HE-100! Akku. Tja, und nun? Hier ist irgendwo noch ein E-50M. Und da ist der FV. Boah, ich hab HE drinne. Komm schon, Baby. Woo, yes! Blöde Scheißart hier. Und nochmal eine Art hier. Die Arti steht hier. Mhm. Können die jetzt mal bitte der EBR und der E3 auf den ProGhetto drauf fahren? Ich bin unterwegs, kann sich nur um Stunden handeln. Oh, ja, ah, der steht auf der anderen Seite, ne? Oh. Kommt der rüber? Ne. Ja, baut sich nicht. Das Objekt fährt rüber. Oder? Alter, ernsthaft. Zu den? Okay. Logisch. Wenn ich nichts kann, aber killt. Eigentlich auch immer eher weniger, aber... Ich tippe drauf, dass der FV mich noch durchschlägt. Nee, die Arti ist jetzt mittlerweile da. Kann ich mal auf dich schießen? Da ist der FV. Komm, den treffe ich jetzt aus der Fahrt. Siehste. Ich habe ihn nochmal mit HE durchschlagen. Ja. 55 lässt er mich. Du blödes, behindertes Mistvieh da, Alter. Ich habe 5 Sekunden. Okay, sie geht aus. Ganze Zeit nur auf mich. Ja, die hat sich gedacht, dein 3D-Skin ist so schön. Du scheiß nackiger E100. Ich bin überhaupt nicht nackig. Ich habe Bemalung drauf. Hier ist nichts 3D, außer die Ketten. Mein Rohr ist 3D, im Fräulein. Schwanzus longus. 15 cm Durchmesser hättest du wohl gern. Wie sagt Curtano immer? Die Frequenz machen die Meter. Hat du die Frequenz aber doch weh, oder? Das kann ich nicht beurteilen. Curtano dreht ja auch erstmal 3 Minuten an den Nippel. Der stellt erstmal den Radiosender ein. Bei sich. Und wenn die Antenne steht, dann weiß er, jetzt ist er richtig. Okay, also eigentlich reicht mir die Runde. Ich fahre jetzt was anderes. Aber wir können bei, von mir auch kurz bei Tier 10 bleiben, wenn ihr wollt. Aber wir müssen jetzt nicht. Also ich wollte nur eine gute Runde. Ich habe eine lustige Runde. Und dann. Und wenn Sturmer den AX fahren will, dann warte. Ja, das lasse ich nicht auf mir hocken. Was bist denn du gerade gefahren? AX. Ja, den. Ach so. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab Bahn der Front. Was willst du denn fahren? Ich fahr Brugetto. Spaghetto. Spaghetti. Komm, ich nehm was zum Kotzen. Schwanzus longus. Falsche Seite. Was fährst denn du, Alter? Ja, genau. Willst du jetzt eine Belohnung haben oder was? Ja. Küss mir den Arsch. Nee. Das sind mir zu wenig Haare dran. Vor oder nach dem Duschen? Oh, ey, Nadja, wirklich jetzt. Was denn? Seid aber auch empfindlich. Wo wollt ihr denn hin? Links. Links mit 2 Artis. Yay. Und 3 Lights. Ist noch da. Nee, ach, na ja. Ja, denn na, dann fahren wir dorthin, komm, wir fahren dahin. Schön ab. Ganz nauf. Okay.
Mawanchi, Mawanchi, sagt er. Ja. Entschuldigung, Husten. Mhm. Oder also da, ganz nah, oder da ich empfehle das WOT-Video von Jingles heute. Ich habe so gefeiert. Ja, du kannst ganz hoch fahren oder wir können auch dahin fahren. Nee, weil sind wir ja schon da. Sechs doch. Ja. Ich bin jetzt dorthin gefahren, wo Timo hingepinkt hat. Richtig. In Verbindung mit denen, die. Na Nadja, die kommen jetzt hier rechts. Guck mal da. Da habe ich nicht genug angekriegt. Ich wollte ja nur meinen Turm spielen lassen. Ich lasse gerne andere Sachen spielen. Du bist da sehr offen schon wieder, ne? Komm, fahr hoch. Einmal ja, du Dreckkanone, ey. So, jetzt müssen die von oben reinpushen. Du willst echt wissen, ne? Ting. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass die Lights uns nicht pushen. Ja. Aber hier sind, glaube ich, genug Kanonen, die sich nicht trauen. Ja, schon sind sie nämlich da. Ja, die müssen erstmal rüberkommen. Wer bumst mich jetzt an hier? Du blöder Scheiß 113. Vor, zurückfahren, vor, zurückfahren. Das stinknormale in einer Feuerlinie. Sehr schön, Nadja, der war richtig. Tja, was haben die denn an TDs? Die haben nur einen TD und der ist offen gerade. Könnte eigentlich mal versuchen. Oh, ey, der 103. Ja, komm, fahr vor. Sehr gut. Schön. Ich komm nicht durch. Ich fahr hier vorne hin. Warum pushen die denn jetzt dann von oben nicht mal rein? E50M in der Basis. Der steht irgendwo hier. Der snipert. Wow. 440 Alpha. Wow. Mache ich nichts. Alter, was ist denn mit dieser blöden Kanone los? Alter, was ist denn mit der Kanone los? Es steht das Objekt. Ja, jetzt bin ich komplett leer. Scheiße, ey. Ey, sag mal, das ist doch... E50 hier, genau da bei dem Stein. Okay. Links oder rechts? Wir regeln das. Rechts. Ich muss das mal nachladen. Das Scout könnte halt aktiv werden. Mal so aus. Nadja, pass auf. Der kann dir da gleich sonst in die Flanke schießen. Na, kommt da hoch, der Leo? Nee, nee. Na, die Scouts müssten da mal jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Platzpatronen geschossen. Entweder komme ich nicht durch oder ich treffe nicht. Du bist offen? Ja, ist vor dir. Ja. Oh Gott, der E100 ist ja noch voll. Schafft der es nicht oder was? Oh, dieser Scout-Fahrer, Alter. Jetzt fahr. Komm, hab doch mal Eier da hinten. Oh, den habe ich aufgehört. Irgendwas habe ich nie gemacht.
steht noch irgendwas dichter. Der kann mich nicht gespotten. Ja, der AX kommt wieder durch mit ihm. Mann, ey, dieser blöde Scout, Alter. Fahr doch mal hier hinten endlich hin und fahr dann nach da. Oh, was war denn das? Die Maus. Dieses blöde, behinderte Stück Scheiße. So, jetzt hab ich's. Mann, Alter. Einfach. Alter, die Kanone! Rumzupussen da hinten hier, weißt du, ich spiele auf Damage, du musst mal spotten, du blödes Hallo Stück Jan. Scheiße. Oder Fritz. Alter, die sind komplett leer. Ja, genau, und dann, wenn er leer ist, dann fährt er vor. Wow, ganz große Klasse. Ganz großes Key. Ich würde auch immer am Berg hochfahren. Da steht der AX, ich bin wieder komplett leer. Hallo Tank. Wenn ich diese Scout-Fahrer sehe, ne, dann krieg ich Brechreiz, ey. Hier, ihr zwei. Genau, lassen. Ihr zwei. Wollt ihr da unten nicht kurz rauf? Ihr seid ich bin halt beide. Leer. Ja, aber Nadja ist ja hier, ne? Nadja, komm runter mit auf dem Dings da. Bitte den sicheren Weg. Ja, ich bin schon wieder, was du davor. Ui. Zack, weiterfahren. HP mit anbringen. Hm. Ja, Mr. 100%. Nee, du. Ach, du bist ja tot. Ich bin kein Mister. Nee, aber 100%. Also irgendwie hatte ich die Italianski-Kanone zuverlässiger in Erinnerung. Naja, also mir reicht's auf Tier 10. Wir können wieder runtergehen. Oh. Was war das denn? Hat jemand die Flasche gerübst? Oh, Leute, ey, echt. Der Junge muss wieder arbeiten, das geht gar nicht. Hey, ein neuer Mozi. Speed Triple, danke für den Follow. Ich überleg gerade, ich. Warte. Hier. Ich hab was Schönes. Aber warte mal, da muss ich mal kurz die Munition noch ein bisschen. Welche Stufe gibt's? 9. Und wen? Ja, ich will jetzt eher, ich will vor dir reinklicken. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Das Bier stößt aber auch immer auf, ey, Mann. Du musst ja bloß den Mund halten. Nee, dann verdrücke ich mir den. Dann kommt's woanders raus. Was fährst denn da? Okay, Medium. Ja, komm, ich fahre. Scout. Kann ich beide Seiten unterstützen? Ja, dann haben wir jetzt wenigstens nicht so einen Penner-Scout wie gerade eben. Sag das nicht so laut. Ich mache einen auf 5 Sekunden Scout, alles andere ist Stats-Petten. Plupp, fertig, erster. Ich stelle mich auf A8. Oder A7 da. Ich finde mittlerweile, ich habe jetzt ein paar Runden auf der Seite mit der Arti gespielt, wenn da die, also wenn sie einigermaßen in, also die Stadt halten, kannst du da nämlich auch ganz gut Spaß haben. Dann kommst du nämlich, nee, Thomas, habe ich noch nicht. Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber die 10er ist besser als die 9er und die 8er. Ja. Ich habe mir jetzt halt über die Feiertags-Ops die 8er freigespielt. Mit den ganzen Schneeflöckchen. Fünffach Boostern. Glöckchen. Glöckchen. Du Glocke. Glöckchen. Das war noch Schneeflöckchen. Oder nicht? Schneeflittchen, ja. Flittchen. Ach, scheiße, das bist gar nicht du. Die Schneemuschis waren das. Ich wollte eigentlich den Stefan anschießen, aber der hockt in der Arti. Ja. Mist. Jetzt hatte Timo drunter leiden müssen. Tut mir leid, war. Pff, als ob dir das jemals leid getan hätte, Nadja, komm. Da pushen Bad Chats. Wo sind denn unsere?
Haha, 59 Spot, geil. Offen. Ja, verpiss dich hinter mir, weg. Hau ab. Oh, ja, RV, ich würde auch immer auf pushen. Hey, was geht da ab? Die erste ist tot. Oh ja. Und die andere klickt den RV. Ich hab zugeschaut. Oh, der steht. Gesteht. Stefan steht. Nee, ich hab gerade auf den Super Kong in der Mitte verschossen. Hihi, mein Spot. Ich aim immer noch auf den Super Conqueror. Schuss ist raus. Der steht. Yep. Oh, da kommt der nicht ran, ne? Ne. Ich muss mal gucken, dass ich da hinten irgendwie helfe auf den. Ah, die müssen richtig rumkommen. Oh, die stehen gut hier. Ja? Mist. Ja, wohl. Mist, das war zu spät. Was ist denn das jetzt hier? Oh, schön, kommst du an. Jo, er dreht einen Turm, kommt instant durch. Kannst du nochmal auf den S kommen? Ich aim mal dahin. Wenn er aufgeht, kann ich. Oh shit. Den Kollegen gefunden. BZ kommt, Obacht. Ja, und hier schlägt gleich wieder die Arti bei mir. Oh, da ist eine Arti offen. Oh. 1390 steht hier hinten noch. Oh, jetzt. Ach, ich bin im Reload. Wer macht denn die Arti? Hast du auf den Light geschossen oder was? Ich habe auf die Arti geschossen. So, aber zu spät. Die stehen jetzt alle so beschissen. Ich komme an nichts ran. Oh, hat repariert. Ich glaube, die in der Stadt brauchen die dringend, oder? Ja, wenn ich an irgendwas rankommen würde, wäre es ja schon mal schön. Pushen wir jetzt da drauf oder was? Ich hab noch. Kommt, guckt zu mir. Ja, der. Fahr nicht da rein! Blöder TVP. Wir haben sie böse erwischt. Schön, steht. Danke. Hallo Sackstar, servus. Sehr schön. Na, endlich. Der ist wisch. Oh, ich bin offen. Leopard voraus. Wo ist voraus? Okay. Nein, was mache ich denn? Oh, jetzt schieße ich gegen das Haus und stun den eigenen. Fuck. Komm, die sind gestunt, gib mir noch ein bisschen Support Damage. Ich geh auf. Da ist schön. Der PTA. Bin vorbeigeschossen, sorry. Ich eh mal zu euch. Hallo Rumpelstilzchen, servus. Habe ich ihn 1390 jetzt getroffen? Keine Ahnung. Ja.
1390 wurde für 396 getroffen. Oh ja, die steht toll. Weiß nur nicht, ob du das war. Der ist gekettet, der PTA. Das ist ja, glaube ich, noch die Stockgun, die ich hier habe auf der. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube. Jo, genau. Pass auf, ich schieß. Okay. Schieß einfach. Ich hab bloß 700 Damage. Ich auch. Aber der 1-9 Support. Die erste HI-Flugleiter daneben. So ein Shit. Die standen zu tief in der Stadt. Ich habe da nirgendwo richtig hinwirken können. Das war kacke. Naja, zwei YOLO-Badgets am Anfang da. Ich muss mal kurz gucken. Ah, ich habe die zweite Gun. Ich habe noch nicht die Top Gun. Dafür brauche ich höchstwahrscheinlich auch die Ketten. Naja, gut. Nadja, willst du noch mal die fahren? Dann fahre ich was anderes auf Tier 9. Ja. Außer du willst halt den Tagessieg. Hab ich doch. Hab ich doch. Hab ich doch. Dann fahre ich nochmal den hier. Ich habe aber zwei neue Artis. Who you? Who you? Was ist who you? Ich hab mich verdrückt. Das sollte Juhu heißen. Ja, ja. Oder Huhu. Oh Gott. Ich fahre auf B0. Wohin? Busen 0. Was? Brüste 0. Aha. Was lachst du da jetzt so nach 2 Sekunden? Ja, aber ich hab gedacht, du heißt so. Wie? Ich heiße so. Ich hab den Anonymisierer doch gar nicht an. Ich heiße nämlich Parlamentul. Unterstrich Lorden 2325 Dro. Mhm. Nee, Drö. Hey, die Conqueror GC hat die gleiche hässliche Tarnung wie ich. Hallo Jobi, Grüße. So, ich hab nur AP. Wie viel Pen habe ich denn auf der AP? 260. Und auf der Hash? 100. Oh, der brennt gleich so ein Pet. Ja, steht da hinten jetzt was? Gerne doch, Racing. Dafür musst du dich nicht bedanken. Alles gut. Dafür machen wir das doch, dass ihr mitspielen dürft. So, Jungs. Jeder darf mal mit O'Hare spielen. Ja. Schön die Lauchsuppe schlürfen. Wer binken da schon wieder? Ich nicht. Für 100 geschenkte Subs könnt ihr mich mal anfassen, alle. Oh Gott. Und wo? Ah, Nadja. Das wüsstest du. Du wirst wahrscheinlich jetzt. Pass auf, jetzt haut hier einer 100 Subs raus, ey.
Solche Aussagen sind extrem gefährlich. Das ist richtig. Kommt man an den irgendwie? Habe ich den getroffen jetzt oder nicht? Ja, scheint so. Also der FV steht hinten auf der Camper-Position, auf der Gegenposition von mir. Okay. Bin offen. Mann, der FV hier neben mir. Nee. Oh, fuck. Der Neune. APCR. Wenn tät ich mal mit nach draußen, weil um so 4:30 Uhr. Ich kann mich nicht mehr mit nach draußen orientieren. Ja, und warum nicht? Weil ich von da beschossen werde mittlerweile. Ja, das ist schlecht. Ja, das liegt nicht an mir. Wo stehst du denn? Ich sehe dich auf der Minimap gar nicht. Ich geh hier. Ah. Oh, ich bin jetzt hier alleine, merke ich gerade. Ja. Während der Emil 1, der ist auch noch irgendwo. Ja. Naja, ich bleib mal hier, mal gucken, was noch so schön ist. Da ist der Emil. Komme ich an den ran, wenn ich irgendwie zurückfahre? Nochmal, ich guck mal, ob ich an den rankomme. Könnte hier eventuell mit Glück durchschießen. Ah, hier ist eine Map-Grenze schon, scheiße. Okay, der steht und kassiert schon irgendwie. Ist der jetzt zugegangen, ernsthaft? Mhm. Jetzt bin ich gerade in Position gefahren, so eine Scheiße. Aber ich krieg den selber nicht auf. Das ist 4:30. Jo, ist richtig. Gegnerische Art, ich stand da. Ja, jetzt ist er hier der. Oh. Ja, toll. Ganz toller Support. Ja, was willst du machen? Das ist schon wieder alle. Ist klar, schon wieder diese blöde scheiß M53. Mann, oh, ey, was macht der FV denn jetzt hier, ey? Der muss hier helfen. Ich dahin. Was ist denn da jetzt im Weg? Jetzt habe ich keine Outline mehr auf das Objekt. Und Low Roll. Wo steht denn das? Jetzt krieg ich den wieder von vorne. Er schießt immer noch APCR, Alter. Was ist denn das für ein Vollhorst? Dem Emil kann man ja mit der Standardmunition durch den Helm schießen. Ja. Scheiße, verschossen. Ich weiß nicht, wann der im Reload ist und wann nicht. Aber die Arti wollte den gleich klicken. Ja, genau, ich bleib in der Kette hängen mit dem Killshot. Oh, er schießt immer noch Only APC her, ey. Oh Gott, ist das ein Bot. Aber da ganz. Aber das gibt ja dann immer wieder welche, die dann dadurch eine blaue W8 fahren und sagen, es geht weg auf. Was schimpfst du schon wieder? Nix. Scheiße. Oh, jetzt kommt der AMX bestimmt von hinten. Ne, von hinten hast du den V. Der AMX kommt von rechts und ja, da steht immer noch das Ding. Drecksarty, ey. Guten Tag. Sie haben uns. Los.
immer noch APCR? Nee. Der AMX hat HE auf mich geschossen. Hä, wow. Der hat HE auf mich geschossen? Ja, und auf mich die Only APCR, keine Ahnung wo. Muss mal gucken, was ich noch blind getroffen habe am Anfang. Das 430 hätte ich rauskriegen können. Was passiert mir natürlich? Ist nicht 276 Penny oder sowas? Kette? Der kam so stumpf, ich habe mich gerade weggeschmissen. Was? Was meinst du, Racing? Ah, weil der AMX eine Handlampe ist und keinen Plan vom Convey hat. Convey ist keine Pappkiste, der FV danach. Ja. Er hat gedacht, er kriegt mich mit HE raus. Das ist halt so einer, der spielt Only Gold und dann, wenn er denkt, oh, das ist ja ein Pappepanzer, spielt er HE und kommt nicht durch. Gut, der Convey ist schon weich, aber er ist nicht so weich, dass es sich lohnt, HE auf den zu schießen. Zumindest in den allermeisten Panzern nicht. Naja, dann fahren wir halt nochmal. Na komm, jetzt Objekt. Klar, die HE durch und ins in your face. Nee, er schießt. Ey, fahr doch einfach vor und rauf, ist doch scheißegal. Ja, vor allen Dingen, der nimmt den locker raus mit. Also, ich weiß, weißt du, der kann den FV rausnehmen, solange der. Weißt du? Zwei Schuss geben und den Rest mit rammen. Fertig, ist der Lack. Alles klar, Timo. Danke. Oh, na gut, ich geh mal fix schiffen. Arsch, du hast 750 Alpha und auf dieses scheiß Objekt 263 machst du 625. Ey, das ist so nervig. Dann kämpft er echt noch durch dieser scheiß AMX, ey. Die kämpfen ja immer noch. Sag mal. Ja, ja. Was ist denn jetzt? Was hat er verloren? Der hat den letzten Schuss aber auf den FV mit HE angebracht. Also. Okay, na immerhin. Hallo Black, Servus, vielen Dank für die. Naja, wobei, die Punkte bringen mir nicht, aber trotzdem moin. Servus. Habe ich noch was getroffen? Oh ja, ich habe sogar noch was blind getroffen. Ich habe den FV am Anfang blind getroffen. Ich hab blind getroffen den Standard B, Scorpion G, 1390 und den T290. Na gut, dann fahren wir halt nochmal. Horst, du siehst ohne Unterhose komisch aus. Und so den Panzer aus. Oh Gott. Ach, guck mal, ey. Ha, mit. Ah, nee, ja, doch, ja, nö. Ja, nee, und doch, ja. Uns. Nee, A, O, I, Wo willst du denn hin mit deiner Gewürzgurke? Ja, ich weiß es nicht so richtig. Wieso fahr ich denn jetzt Stritzwagen? Na, wüsste ich nicht, Nadja, weil du den ausgewählt hast. Ich wollte die fahren. Wo willst denn du mit deinem dicken Rohr hin? Ich glaube, ich fahre da vorne hin. Also, zeig mal. Ui. Da. Ja, dann stelle ich mich irgendwo hin. Ja, die Mates
pushen bestimmt gleich den Gegner. Ja. Na, dann stell ich mich auf die TD-Position dahinter. Ja, musst du aufpassen, wenn da ein Scout rumfährt oder da spottet er. Ach Quatsch, ich bin Experte. Mit Hinten stehen alle verrecken, lassen sich beschweren. Natürlich, du kennst mich. Ist das der. Du hast ja richtig guten Anhang da gefunden. Was? Ach so, ja. Wenn du die lang kriegst. Ey, wer. Alter. Steht. Komm, jetzt schieß drauf. Er steht. Nabo. Ja, oh, der zweite Schuss geht vorbei. Uiuiui, von wem kassierst du? Conway, der steht da. Ping, daneben. Aha. Kommt man hier ran? Sehr interessant. Die Mitte ist auch frei. Obacht, ja, der links. Hinten, 15. Ich komme mal mit in die Stadt reingefahren. Hallo Meborg. Der IS-3 kommt jetzt hier oben rein, oder? Oh, ich hab, oh, der Lynx. Der hat jetzt erstmal Angst. Ja, aber hier ist ja noch der IS-3. Sehr schön. Wo ist der IS-3? Isu? Su? Isu. Oh, ich verschieß noch mal. Ich aime. Vor dir. Oh, ich. Was ist denn los? Der geht um die Kette. Oh, der ist nicht durchgegangen. Jetzt. Da ist das 263. Konvoi hinten. Ja, da komme ich aber nicht ran. Und das 263 ist jetzt zurückgefahren. Na, kommt der Konvoi jetzt wieder? Ja. Jetzt nimmer. Ups, was fehlt denn da noch? Ja, schon wieder APC. STG fehlt da noch. Auch schade. Also, er ist also, Top-Tier sein und APC erschießen. Das ist lächerlich. Mm. Es fehlt noch eine Arti. SDG ist versunken. Oh, Arti gespottet. AMX vor mir. Ja, Petten rechts. Ich kann nicht. Ja, da bloß nur 45. Zieht mir jetzt zweimal die Kette. Ja, na, ich bin aber im Reload, Nadja. Ich verpasse. Da kann der nicht raus. Ich hab verschossen. Ja, ich bin tot. Sorry, der ist eine Sekunde zu spät. Wie immer. Oh, wie viel hatten der Petten noch gehabt? Oh fuck. 5, 9, 100, cool. Nadja, kannst du? Was, wo? Der hey, Petten! Ja, ich war hinten auf dem Objekt. Aber ich kann. Welches Objekt denn? Das 263 war hinter mir. Du bist lustig. Aber du hast doch gerade schon auf den AMX geschossen. Ich dachte, du bist nicht hier rein. Dann habe ich mich umgedreht, weil der auf mich draufgefahren ist. Ach der. So. Das hab ich nicht mitgekriegt. Hauptsache, sie überlebt mit 100%. Ich stehe nicht auf der Nullerlinie. Der roten, meine ich. Mhm.
Hallo Smokey. Zweite Klasse, naja. 2-4 Damage. 1-9 Support. Okay. Alles klar. Flipsi, da muss ich immer mit dir reden. Du weißt das, glaube ich, noch gar nicht. Du bist der neue FK. Du wurdest zumindest aus mehreren Ecken empfohlen. Ich hoffe gut, Smokey. Bei uns ist auch alles bestens. So, nochmal Arti. Ich überlege gerade, was ich fahre. Ah, was fährst du? Du fährst TD. Na gut, das ist so ähnlich. Ist nicht. Ja? Das ist so ähnlich wie TD. Was? Hä? Ich bin ganz schön zickig heute. Was? Quatsch. Also ist das jetzt gerade Spaß oder meinst du das ernst, Feten? Super gelaufen heute, sehr gut. Warte hier, ich bin da. Flipsi, nein, das war keine spontane Beförderung. Ich habe sie ihm besonders nicht geschrieben. Also, er muss sie ja nicht annehmen, aber Flipsi wurde aus mehreren Ecken empfohlen. Außerdem. Kannst du gleich nicht so anschreiben. Ich bin ja auch ab. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn sie schon den AMX rausnimmt, dass sie weiter auftaucht in die Richtung End. Falsch gedacht. Ich bin immer für Überraschung gut. Nee. Was wird so? Ich bin überhaupt nicht unentspannt. Hallo Werk. Achter Premium, keine Tarnung. GG. Horst will auch zu was befördert werden. Ja, soll ich na, du bist der Privatsklave von First Front. Ich dachte, das ist schon klar. also ja auch meine. Nee, Nadja von First Front. Bück dich, du Stück. Ja, aber er ist ja meine. So. Hier, Scout. Was ist da los, hä? Komm. Ach so, weil der EBR wieder hochgefahren ist und hier jetzt langfahren. Weil wo fährt denn der EBR lang? Was will er denn, ja, was will er denn da spotten? Das. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Der fährt oben aus. Ich prall am seitlichen Turm vom FV ab, ist klar. Dreimal im Boden geholzt, ey. Ach, guck mal, links ist schon ein Scout. T-54. Ja. Jetzt sind ja schon zwei Scouts. Scheiße. Ja, ich muss mich jetzt umdrehen. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das war gerade Gold auf den Skoda. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade Gold geladen habe und ich komme nicht durch. Das sind 327 Pennen auf den. Auf einen 8er Medium, der weich ist und ich komme an ihm nicht durch. Wow. Aimst du das 430 da ab? Ja. Wenn sich unser Obi da auch mal trauen würde, dann. Weil die Heavy Line sieht nicht mehr ganz sauber aus. Nee. Ja, dann fahr doch endlich, Mensch, du Mumu Fighter. Benenn dich mal oben anstatt Mumu. Das gibt's nicht.
Es ist eine feige. Vor allem Doppelschuss und der ist raus, ne? Der hat einfach ja. APCR durchladen, Doppelschuss und das Ding ist. Jetzt fahr doch da rauf, Alt! Das ist. Wenn das so weitergeht, gehe ich hier gleich in den Reload und dann hat sich. Ist mir das scheißegal. Gott, ja. Ey, sowas dumm. Kannst du? Ja, okay. Ich hab noch drei. Nee, da ist irgend so ein Bratasch im Weg. Ich hätte nämlich noch einen gehabt. Ich fahr jetzt hier weg. So blöd. Weißt du, hier hinten unser EBR da hinten, richtig geiler Hecht. So ein Vollidiot, ey. Ich hasse diese Radpanzer. Oh, wo geh? Die Kanone lässt mich gerade hier massiv im Stich. Er steht immer noch vor dem Obby, ne? Hat 200, hat nur noch 69 Hit. Und traut sich nicht. Aber will Hilfe. Jetzt fährt er rum. Ja, soll er verrecken, ich helfe ihm nicht. So was Blödes. Aber, oh, naja. Was ist denn mit der Kanone? Fahr doch einfach! Ich helf dem nicht. Will ich auch nicht. Hat keine Tarnung drauf. Ich hab. Ach, aber für Tarnung zu geizig. Und dieser EBR. Da ging voll durch ihre Panzerung. Da ist ja noch ein 279. Bin offen. Ja, der hat aber nicht mehr viel. Wo kommt man bei dem? Oh, ich sehe nicht so richtig was von dem. Das könnte die Artima machen. Alter. Oh, schön. Der verliert gerade. Schön. Der verliert gerade echt alle HP gegen diesen One-Shot 430. Ist so blöd. Kann man doch nicht sein. Der hat ich hab den abgefackelt. Ja, schön. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ne? Lynx von hinten. Ist natürlich jetzt hier mal. Ja, es macht das Objekt mich nass. Ja. Nadja, kannst du auf das Objekt schießen? Oh, tot. Das Objekt. Also, ich habe jetzt hier. Nee. Da waren echt ein paar Schüsse dabei, wo ich gedacht habe. Okay, cool. Also, ich meine, ich komme am Skoda T27 mit 300 irgendwas pennig durch. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Hallo Mausi. Och, scheiße. Mann, die kommen immer in den falschen Moment. Ja, genau. Oben da dran haben wir ihn. Ey. Das ist auch so ein Speziell. Ey, die... Kürtano, ja, ja. Sag das mal deiner Frau. Richtig guter, weißt du, diese ganzen Radpanzer-Idioten. Sind wir alle tot? Nee, Nadja lebt noch. Nee. Nerven, Alter. Wenn sie nichts können, ne? Irgendwo dumm umherfahren und... Also der EBR war scheiße. Ja. Der hat ja am Anfang überhaupt keinen Spot geliefert. Ja, und der E3 macht genauso ne... Ja gut, der E3, der wartet halt auf den T95. Ja, aber der macht nichts. Der schaut stur gerade aus. Ja, weil da... Das 4... Das 37... Was hat denn der gemacht? Ja, warum ist mein Schuss nicht mehr rausgegangen? Warum? Leck. Ah. Nee, 703 so. Entschuldigung.
Bleib doch eben stehen, ey. Na, ich gehe jetzt raus. Das wird so blöd. Naja gut, das Ding ist ja eh gleich tot. Na, der will ja bestimmt nochmal fahren, oder? Freu ein Tagessieg. Ja, Tagessieg wäre schön, ja. Jo, genau. Ich komme an der Turmseite vom FV nicht durch, komme beim Skoda nicht durch. Dann verschieße ich auf den Conqueror da oben. Also ich meine, ich habe wie viel Pen? 278 und 323 mit Premium. Da könnte man ja fast wieder denken, ach, deutscher Panzer. Naja, ist doch so. Also, wo hat denn der Skoda bitte schön 327 Panzerung? Ist doch völliger Quatsch. Vor allem der Schuss ging halt, der ist nicht abgeprallt, der ging einfach nicht durch. So, Mediums. Tschechisch, Skoda, 3D-Modell. Das muss die Gammblende gewesen sein. Was anderes wüsste ich nicht, was man treffen kann, wo man nicht durchkommt bei dem. Was ist denn hier verkehrt? Boah, pfui, ich brauche eine Klopapierrolle. Oh, aber drei Artis, bäh. Wieder so ein Joke. Warum werde ich mit so einem... Mozzi VIP Resub incoming. Kulle, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön, 12. Monat ohne Text. Mein Gott, schreib doch was. Dankeschön. Ich gehe trotzdem auf den Camperhügel. Ich meine, ich bin ja ein TD mit Turm. Was? Ja, na. Ich bin. Ich habe keine Panzerung. Ich habe eine genauere Kanone als der Scorpion und als der IKV. Ich bin. Und habe auch den Durchschlag dafür. Ich bin im Grunde ein TD mit Turm. Was anderes ist der, sind die Leos und die PDAs nicht. So. Ich fahre doch nicht da vorne ran, wenn da gleich ein EBR angeschissen kommt. Und jetzt schnell weg, weil Arti, die sind mit dem im Platoon. Lass mich hier weg. Kanone. Das ist der Panther im 10, jetzt im 9er ist, ne? Selbst schuld. Ist der bei uns oder beim Gegner? Ach, der ist bei uns. Das ist wieder die YOLO-Knochen. Nadja, wo aimst du gerade hin? Die Heavys, warum? Wo brauchst du? Nö. Ja, nee, knall ruhig weiter mit drauf. Ich hätte jetzt noch gefragt, wenn du bei uns gewesen wärst, hättest du jetzt mal gucken können, ob da der Schuss durch den Busch durchgeht. Da ist übrigens auf dem Camperhügel rechts neben dem Stein ist ein Baum umgefallen. Die Schüsse! Kanone! Guck mal, so, ich bin jetzt hier drauf. Na, warte, ich muss mal den Progetto. Nein, ich muss drüben aushelfen. Ja, ja, nee, mach nur, alles gut, alles gut. Allah! Nein, Spaß. Das ist bestimmt die Su 101. Su 100. T29 fährt unten durch. Ich fahr mal nach. Guck an, der kriegt. Vor. Lass die Suche. Sch-
Scheiße, in dem Moment wird sie gekettet und deswegen treffe ich nicht. Wir sind links durch, ihr müsst irgendwie entweder zurückkommen. Ja, dann... Yes. Kannst du dich noch verlegen, Nadja? Mhm. Der P ist schon zu weit vorne. Hauptsache unser Radl, Hannes, fährt jetzt da vorne neu. Ich komme am Skoda nicht durch. Oh, so ein Scheiß. Könnt ihr noch zurück? Ja, ich komme zurück. Ich sehe zu, dass ich jetzt irgendeine Posi noch einnehme hier. Hallo Bella. Da steht 05. Was macht die Heavys da hinten, Alter? Was haben die für Probleme schon? Stehen. 05, das läuft echt spitze. Die müssen schon, ich wollte gerade sagen, viel weiter vorne sein, weil ja, die S war irgendwo da vorne. Aber jetzt ist ja wirklich gar niemand mehr hier, der hier spotten kann. 1357 steht da. Soll ich jetzt spotten? Nee. Ja, du spottest einmal, dann bist du tot. Ich spotte ich gar nicht, genau mit dem Felsen. Ich war jetzt offen. E75 steht. E75 ist raus. Ah, oh, der EB. Okay, der EBR war jetzt gerade da, der EBR ist raus. Da kommen wir auf jeden Fall nicht mehr hin. Okay, ich bin gestunt, ich hab einen toten Kommandanten. Wo gehen denn die Mumpeln hin? Verfluchte Scheiße. Ich bin schon wieder gekettet. Ah, die hat mich jetzt im Fokus. Was ist los? Wie trifft denn der mich? Ich weiß es nicht, ich hab voll AP. Skoda. Komm nicht ran. Ich komme schon wieder am Skoda nicht durch. Davor 3 schießt ja, Gold. Okay. Arti hat eingezielt. Ich bin One-Shot. One-Shot für die ganzen Mistviecher. Noch auf dem Skoda. Ja, LP rechts, ich bin jetzt tot. Ja, ist wurscht. Er war drin. Das war's für uns. Raus hier. Noch 11. So. Komm her. Wahrscheinlich der letzte Schuss. Gute Nacht, Wummelbirne. Servus und hallo, Irendal. Servus und Klenkt. Guten Abend. Das ist jetzt die wievielte Runde in Folge? Die dritte oder die vierte? Ja, das kannst dich noch so sehr auf den Kopf stellen. Gehst du da spotten, verkackt die andere Seite. Spottest da, verkackt die andere Seite. Da hast du nur Idioten bei, die nach vorne YOLO und weil ich feuere Panzer. Den Scout habe ich nur mitgenommen. Dafür, dass es 07 oder so stand, haben wir jetzt noch die Runde einigermaßen. Aber warum?
Warum habe ich denn überhaupt ein kleines Medkit auf dem drauf? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe so viel von den großen Dingern. Was ist denn für die Krise? Da ist ein Platoon dabei, die neben Panda. Mozzi VIP Resub incoming. Ja, gut, das ist natürlich dumm, ja. Werk, vielen Dank für deinen Resub. Vielen, vielen Dank und willkommen im dritten Monat. Dankeschön. Arschbacken Community Herz. Klatschen muss es. Richtig, richtig klatschen muss es. Oh, warte mal, stopp hier. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ist so fahrig. Die Kanone hier ist fahrig. Ja, nicht ich. Ich weiß auch gar nicht, was Feten meint. Ich glaube, Feten hat das ironisch gemeint. Hoffe ich einfach mal. Jetzt kriegen wir wieder 3 Artis. Ja, wir fahren ja eigentlich gerade Tier 9, weil Nadja den Tagessieg braucht. Und soll sie sich mal anstrengen? Sagt der Richtige. Ach naja, Black, eigentlich geht's schon. Aber auf dem PDA ist die Kanone gerade ein bisschen eine kleine Diva. Wie der hörst du es geschah? Ach komm, Fräulein. Die Diva. Los geht's. Du willst nur mit deinem deutsch-russischen Kackpanzer. Ich fahr jetzt da hoch, das ist scheiße. Ich bin jetzt hier in die Fresse. Aha. Ja, reicht mir langsam hier. A0 oder was? Ja, ja, genau. Oh Leute, fährt da jetzt keiner? Ja, ey, da geht das schon wieder los. M60 gammelt da hinten ab. Es hat keiner die Auffahrt gespottet. Ich krieg schon wieder die Krise. Ja, no, Alter, geh Minecraft spielen oder so. Das sagte Axel gestern zu mir. Ich bin in letzter Zeit ganz schön salty geworden, aber eigentlich ist es First Front, der eigentlich immer meckert hier. Ja, vor allem das, also das pisst mich. Er ist Top-Tier. Er hat 8 dagegen sich und kämpft sich da hinten die Pomperze wund, Alter. Krieg ich richtig ein. Hier, stell du dich mal bitte dahin, gib mir was Support. TD. Da komme ich nicht ran. Ja, schön. Jana, kann ich nichts dafür. Wie ich dein Hintern hier. Hallo ich Döner. Nadja, hier komm. Psst. Nö. Ich hab grad. Da kommt ein VTU. Ja, wow, ohne Tarnung. Der wird's rein. Ja. Kommst du da überhaupt dran, Nadja? Ja. Oh. Ja, immerhin haben beide ihr Medkit raus. Geiles Support, ey. Ja, heul halt leise. Ist das neu? Ja, so ist also. Ui, der Geist hier speit. Ach, jetzt kommt die gleiche Art nur auf die Idee. Ich bin unterwegs. Ach Gott, da kommt ja noch einer dazu. Oh. Okay, ich fahre wieder zurück. Das spiele ich mit dem VTU nicht alleine. Na, wo ist der M60? Hä? Wo ist er? Och, jetzt ist er in der Mitte. Sehen wir gerade nicht. Ach, da unter der Bettschel. Hier aus kann ich jetzt noch mal wenig machen. Jetzt ist die Mitte auch gefallen. Der M60 kommt jetzt hier hin. Hinten sind's auch, du. Aber das müsste eigentlich die TDs regeln. Oh, der genau, ich treffe genau die Stelle, wo irgendwann ein Hindernis ist.
Uiuiui, der jagt jetzt auch schon. Ich würde mich jetzt auch gerne umdrehen, aber eigentlich. Eins zu sechs. Also. Was soll ich machen? Wenn ich vorne ranfahre, ist es genauso sinnlos, als ob ich hier stehe. Das ist. Ach so eine Scheiße, ey. Der M60 kann halt auch nicht weiter zurückfahren, weil er dann einfach ausgenommen wird, ne? So wie jetzt. Erwischt. Geil, wie ich der Einzige bin, der noch hier vorne ist. Jetzt kommt bestimmt gleich der Progetto von hinten hochgefahren. Macht nix, ich bin da drauf. Was steht denn da eigentlich vor mir? Naja, Su und irgendein Medium. Ich kann nicht erkennen, welcher. Badget. Super. Haha, okay, also jetzt fängt die gegnerische Art hier an zu countern. Ja, die Badget soll sie mal verpissen von mir. Komm. Naja, wo soll sie denn jetzt noch hin? Ja, Licht machen. Hinter dir. Klick, 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 klick. Komm mit. Ja, ich bounce an ihm, ist klar. Ich meine, hallo? Ich bounce. Komm schon, die Art ist einfach Dreck. Ich würde jetzt gerne mal wieder eine Runde gewinnen. So. Mhm. Die sind so hohl. So hohl, das pfeift. Die Badger, die pimmelt hinter mir rum. Was soll das? Ja, die spielt jetzt bloß noch auf Damage. Ja, die wird noch einen Clip rauskriegen und das war's. Die guckt jetzt bloß, dass sie den Clip angebracht. Dass sie den Clip reinkriegt. Ausgerechnet, der jagt eben seine boblichen 100 HP. Ich sag doch, ein Clip haut sie jetzt noch raus. Ja, auf Triffic Gun mag spielen. Hallo, Held 2018. Fein, was tritt er denn auf Hilfe oder so? Oder was soll denn das? Naja. Wir fahren das jetzt einfach so lange, bis Nadja ihren Tagessieg hat. Oh Gott. Ach, na, an für sich finde ich den PDA ja nicht schlecht. Also, mir missfallen bloß gerade diese Runden, die nach 2 Minuten 0 zu 5 stehen. Also. Oh, war ja. Ich bleib hinten stehen. Oh Gott. Hey, da drüben ist der Kevin. Ach nein, er heißt Kevin. Ich mal nicht als erstes. Sicher? Außer ich fahr von der Brücke. Das ist mein Job. Als AT. Aber weißt du, selbst auf der Map, weißt du, ach, okay. Matchmaking, vielen Dank. Der Gegner hat einen Radpanzer und wir nicht. Das finde ich ja, das missfällt mir eigentlich richtig.
Aber Wargame, ja, wir gucken mal 2020, was die Lights machen. Uns ist ja bewusst, dass wir mehr Lights ins Spiel gebracht haben. Ja, ihr Hornochsen, seit 2 Jahren habt ihr mehr Lights ins Spiel gebracht. Schon mal drüber nachgedacht? Gestern 3 Runden hintereinander gehabt mit jeweils 6 Scouts auf beiden Seiten. Da bist bedient. Na klar bist du da bedient, weil das ist für die Scouts scheiße und für den Rest des Teams ist es auch scheiße. Egal, wo du rausfährst, da geht die Lampe an. Ding! Hauptsache, es dürfen bloß 3 Artis mit, ne? Naja. Sollen sie auf 2 Scouts begrenzen? Ja, genau. Ich verstehe schon wieder den Ich darf nicht treffen. Oh Mann, ey. Fahr ich einen Franzosen oder? Danny, servus. 705, das beim besten Willen, aber alleine gegen 3. Zumal da hinten ist eigentlich Bullshit, weil die Arti von denen kann da hinten reinholen. Kommt drauf an, wo man sich hinstellt, aber ja. Der E50 ist über die Brücke gefahren, oder was? Ja. Hat aber IS-4 und so voll. Ein Jagd, die ist da ja auch noch irgendwo. Da. Unten FV. Tschernobyl Richtung Brücke. Das ist der FV. Tja. So wie sie da jetzt stehen. Die müssten ein Stück weiter reinfahren. Na komm, IS-4. Ja, komm bitte. Ist wieder ein Geiler, der hat das irgendwo mal gesehen. Wer, der E50 oder was? Nee, das 705, der steht hier, ich stehe hinter ihm, ich gehe nicht auf und er vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, ey. Oh, ja, zumal es ja auch, wenn du nicht gerade ein Light bist, bist du ja, hast du ja ständig den schlechteren Tarnwert. Nee. Kanone, ey. Ja, der Jagd-E fährt es durchs Wasser. Jetzt steht schon wieder 1:5. Oh je. So, das Problem ist, wenn wir von hier aus können die auch von da oben auf mich schießen. Da. Ja, genau. Ey, er trifft wieder seinen Snapshot. 1:7. Es nervt mich gerade richtig. Was denn? Die Stufe. Warum? Naja. Wir verlieren halt gerade am Stück. Die Kanone trollt mich auch einfach. Ja, genau. Sag mal, hackt es? Die gehen erst beim Schießen auf 200 Meter. Ja, und ich komme am Standard B nicht durch, ist klar. Hier, FV, wie wär's mal? Dreh dich mal um. Scheiß auf die Grille da drüben. Nadja, kannst du hier nicht hin? Nee, hä? Nee. Ja, der nimmt mich jetzt hier raus. Fahr zurück, du Trottel. Fahr du lieber mal vor. Da hinten sind sie. Warum? Weil sie dumm sind. Weil sie einfach dumm sind. Ja, das verstehe ich jetzt echt nicht. Die waren absolut in der Überzahl.
Ja, IS-4 trifft mich aus der Fahrt, ist richtig. Hallo Kakao, servus. Hallo Spooky. Er schießt AP. Ja, und dann fährt er auch noch davor, ist klar. Also ich würde mich jetzt noch nicht mal so drüber ärgern, wenn die Runden wenigstens halbwegs, also ja, spannend oder irgendwie, also weißt du, aber wir verlieren jetzt schon wieder irgendwie 5, 3 zu 12 oder irgendwas. Die hat aber halt auch so einen beschissenen Winkel, die Art hier. Das liegt. Ey, da kannst du dir noch so ein Bein ausreißen. Egal wo, weißt du, da sind 50 Panzer geführt von uns, die verkacken gegen 4. Ja, na, das ist halt. Guck dir das 705 hier an. Wieder keine Tarnung. Ja, schnell mal hochgegründet. Ja, pff. Alter, wenn ich nicht mal eine Tarnung auf den Panzer packen kann, was soll denn der dann schon im Spiel bringen? Nicht. Der vor gerade hat mich angeschrieben. Die Batchet. Idiot, 48%. Uhuhuhu. 268. Schau dir den mal an. Ach. Wir fahren jetzt einfach was anderes. Wir fahren einfach was anderes. Ich weiß nicht, es waren jetzt 4 Runden am Stück, die wir verloren haben oder so. 1, 2, 3, 4. Ja, die letzte war auf Tundra, die haben wir gewonnen. Erstaunt, dass wir ständig Loot hier sind. Naja, jetzt im 9er haben wir auch schon oft hier 10 gesehen, also. Ja, aber ist ja trotzdem im 9er stört mich nicht ganz so. Aber sonst bist du ja ständig als 8er im 10er. Ja, das hatte ich jetzt irgendwie, wann war das? Am Wochenende war das die Woche davor. Da war ich, glaube ich, im. Wann war denn das? Bin ich 8er gefahren und war 3 oder 4 Mal in Folge im 8er gegen 10er, wo ich dachte, hä, altes Matchmaking oder was? T44, 122er, keine Tarnung. Oh, ey, was ist, also jetzt mal wirklich, das ist jetzt die zweite oder dritte Woche, wo wir dieses T44-Ding mit der 122er sehen. Hat wieder irgendeiner der großen Streamer, YouTuber, wieder irgendein Video oder irgendein Stream gemacht, wo er das Ding mit der 122er gefahren ist? Was ist denn das nur? Sonst siehst du die nie. Aber hier immer mit dieser 122er. Bitte, 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 bitte an alle, die zuschauen, tut das nicht. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ihr habt 175 Pennen und ihr trefft einfach nichts. Oder? Der ist doch die 175 Pennen, die Kanone. Vergiss es. Lasst es bleiben. Spielt ihr das Ding mit der 100mm Kanone. Wie kann ich denn seitlich an dem scheiß Progetto bouncen? Jetzt mal ehrlich. Da steht noch. Ja, da ist dieser scheiß T44. Wo sind. Ich schmeiß mich gleich von der Klippe, ey, ehrlich. Das macht ja gar keinen Spaß. Nadja, komm, sieh zu, fahr weg da. Ich bin tot, die Arti durchschlägt mich. Da brauchst du gar nicht mehr rumfahren. Hier, komm. Ist mir scheißegal. Wo willst du denn? Ja, einfach weg. Guck dir das doch an, was da unten schon wieder rumgammelt.
gammeln alle am Strand schon wieder rum. Der Prott ist der geilste auf B1. Ich krieg die Krise. Warum warum fahre ich runter an den Strand? So, jetzt sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, das halbe Team steht unten. Ja. Und der LTTB fährt da. Ne, Lynx fährt auch noch runter. Die können, wir gewinnen das eigentlich nur, wenn der Gegner richtig. Dafür, dass sie, dass also so unser gesamtes Team eigentlich mittlerweile am Strand und steht. Die checken das nur nicht, dass sie hinten pushen müssen, ne? Wir haben sie gefunden. Und jetzt krebsen sie da hinten rum und stehen. Ja, bist du mit drauf auf der Ebene? Wo bist du denn? Nee, komme ich nicht ran. Ich weiß nicht, was Mittwoch ist. Wir fahren normalerweise montags. Hinten links ist durch. Ja, ich bin im Reno. Ja. Fahr da hinten irgendwo die Senke runter hin. Scheißegal, was da. Genau. Oh, wenn ich im Scout oder TD in Stellung bin mit Tarnnetz und es kommt neben mir ein Heavy vom eigenen Team, wird mein Tarnwert dann was verschlechtert, beziehungsweise gehe ich dadurch auch schneller. Nö, eigentlich nicht. Nur wenn er schießt und der Busch verliert den Tarnwert. Oder wie ist das mit den Büschen? Die verlieren den Tarnwert beim Schießen kurz, ne? Aber nur weil der Heavy neben dir steht, nicht. Das kann halt, also genau, wenn er halt mit dir im gleichen Busch steht und dann schießt, dann kann es passieren, dass durch den Verlust des Tarnwerts des Busches dein Tarnwert nicht mehr ausreicht und du deswegen gespottet wirst. Und das, was Cortano schreibt, dass wenn der Heavy offen ist und die schießen auf den Heavy und treffen nicht den Heavy, sondern die Granate geht halt RNG-mäßig vorbei, dass sie dich treffen. Oder wenn die Art, die auf den Heavy schießt, dass du halt von der Art getroffen wirst. Die Büsche verlieren nur den Tarnwert für den Schützen, okay. Okay, wie gesagt, Black, das mit den Büschen, ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob der Busch nur für den jeweiligen den Tarnwert verliert oder für alle, die da gerade stehen. Also ob der Busch den Tarnwert verliert. Aber nur weil er sich neben dich stellt, verlierst du auf jeden Fall keinen Tarnwert. Ja, jetzt stehen sie da unten. Das ist ein Lost. Die kommen halt hier nicht mehr hoch. Hier ist ein Proxy offen. Die Arti knallt rein. Das habe ich ja nicht gesagt, Gan. Es ging ja nur ums Schießen. Wenn er einfach nur neben dir steht, dann ja. Ja, und das ist wieder mal das beste Beispiel, warum man auf Overlord nicht ans Strand fährt. Das ist auch logischer, Madcat. Also rein von der Logik her lässt sich nicht begründen, warum der Busch nur für den einen den Tarnwert verliert und nicht generell seinen Tarnwert verliert. Weil es stehen zwei Panzer im Busch, der eine Panzer schießt und den Busch zerlegt es halt eigentlich in echt so. Dann ist auch der andere Panzer offen. Aber ich will mich da jetzt ja nicht irgendwie festlegen. Ich weiß es einfach nicht genau. So. Tut mir leid, aber das war wichtig. Was hast du jetzt gemacht? Telefoniert. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Cool.
kurz mal die Telefonlinie gewesen. Oh, warte mal. Na, Black, du verlierst. Ich hab den schon voll ausgebaut. Warum ist denn der so schwer? Also, als Scout verlierst, hast du ja den gleichen Tarnwert beim Fahren und in der Bewegung. Das Einzige ist, wenn du ein Tarnnetz dabei hast als Scout und er dich dann andotzt, dann geht das Tarnnetz aus. Dann verlierst du Tarnwert. Och Mann, blöder Untersetzer. So, ich hätte jetzt gern mal wieder einen Sieg und vor allen Dingen eine vernünftige Runde. Mhm. Ich bin gerade als erster gestorben, weil mich die Arti durchschlagen hat. Sah gut aus. 500 Damage weg. Vor allen Dingen, dort wo ich stand, und das war eine französische Arti, musste erstmal treffen. Ich stand nämlich direkt hinterm Hang. Und die Franzosen-Arti, die Achter, hat nämlich auch mal einen Schusswinkel, da kratzt die Granate über den Boden lang. Das ist richtig. Also das war ein ziemlicher Lackshot, den die da hingelegt hat. Das Dreckding. So, wir haben den Scout wieder auf der Heavy Line, ist richtig. Hab ich vergessen, dass das so Mode ist. Oh, der Renner geht jetzt durch die Mitte hochgefahren. Krass! Normalerweise klappt das nie. Ja, wenn der gegnerische Scout natürlich nichts macht, dann schon. Der gegnerische, ja, stimmt, unser Scout ist auch gegen uns, das ist richtig. Ich meine aus den seiner Sicht. Achso. Ist doch das gleiche. Komm, verpiss dich! Deine Spacken, ey. Los, komm mit. Komm, wir fahren drauf. Ja, Black. Das war aber auch gut, dass ich den hinteren getroffen habe, weil den vorderen hätte ich glaube ich nicht mehr durchschlagen. Aber warte kurz an der Ecke, weil ich bin nicht so schnell wie du. Leute. Hauen die ab, die Pussys. Klar. Wenn ich da hochfahren, da sind noch TDs. Ja, ja, sehe ich doch. Bretterst da wieder hoch, wie sonst. Ey, da fahr ich einmal hin. Oh Mann, wie die Schüsse alle verhungern. Sie fixen nochmal nach. Rast aus! Ja, mach das. Yo! Was hab ich denn da getroffen? Bin offen, da steht noch was. Ey, jetzt geht's aber los! Ich auch nicht. Hier. Der da. Das ist unser Spezialist. Eigentlich sind das gute Leer rum, wenn man es nicht macht. Ja, ist richtig. Ich weiß wahrscheinlich nicht mehr, wie Spotting geschrieben wird. Alter Falter Kanone, jetzt reiße dich doch mal zusammen, ey. Ja, hier. Du Bongo. Ich bin am KV4 nicht durchgekommen. Oh. Und hab unterm Centurion durchgeschossen. Ey, hier stehen. Die trauen sich einfach nicht. Los, komm. Jetzt ist mir scheißegal, ey. Ich krieg die Krise hier mit dem Scout.
Ich lade Zeit für den AMX-Slot, mir scheißegal. Jo, Hauptsache, die gibt mir erstmal 604, ey. Sag mal, IS-3, findest du mal noch deinen Vorwärtsgang heute? Ich habe noch einen drin, du Piss. Ey. Steht übrigens 12-0, möchte ich noch mal kurz anmerken. Ja. Mindkill, fast. Ich hab schon gedacht, den hat wieder irgendjemand wegschnappt. Reiz, bim bam da. Lupo, die Nachricht ging nicht durch. Die ist geblockt worden. Die lasse ich auch geblockt. Okay. Kong schon mal zu freigegeben. Ich hätte sie jetzt so stehen lassen. Schmeiß rein. Ja, Madcat, genau. Na, ich würde gerne noch mal weiter ein bisschen Credits fahren, weil ja noch die Booster, hier die 50% eigentlich, oder? Dachte ich, hat man die nicht noch? Ja, ja. Ja, ich glaube schon. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich dachte aber eigentlich. Es geht bis 28. Ja, nee. Nee. Also hier die steht. Die Weihnachtsdinger? Die Weihnachtsdinger stehen hier aber nicht mit drin. Also hier steht. Bonus für Platoon, das normal, die normalen Credits und die eiserne Reserve. Aber du hast doch noch deine blauen Fahrzeuge. Also du hinterlegst. Ja, aber das sind ja die einzelnen Bonusse für die Mozzi VIP für die Klassen. Incoming. Storix. Grüße an die Steiniger, an den Steiniger. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Resub im dritten Monat. Danke. Na, Lupo, das, ja, ist halt ein kritisches Wort, sag ich mal. Und Twitch hat es jetzt direkt auf die Kontrollliste gepackt. Na, wie auch immer, ich würde trotzdem ein bisschen Premium gerne. Ach, guck mal hier. Obwohl, das hat jetzt mit Geld verdienen nichts zu tun. Aber du hast jetzt ein T69. Hä, warum? Dann fahre ich den nicht. Dann versuche ich mal dem hier. Aber ich nehme ein bisschen APCR mit. Ich habe das Gefühl, der könnte ein bisschen mehr davon gebrauchen. Ach, Credits zählen nur für die Panzer, die man da... Ah, okay, das heißt, ich müsste jetzt den da... Ja gut, wir fahren aber jetzt so durcheinander, das lohnt sich ja gar nicht. Ja, durcheinander... Mozzi VIP Resub incoming! Ja, aber du kannst ja nur einmal am Tag jetzt wechseln. Deswegen. Das ist richtig. Lalle, auch an dich. Vielen, vielen Dank für deinen Resub im fünften Monat. Dankeschön! Warum geht jetzt hier der Hype Train nicht an? Oder kommt der Hype Train nur einmal pro Stream? Ich verstehe das nicht. Nee, ich glaube, der ist nur fortlaufend. Wenn du das nicht geschafft hast, dann ist er weg. Ach, hier und Horst, kannst du meine Hose grüßen? Grüße an die Hose von Horst und Black von Moin O'Hare. Danke, Grüße. Kann ich das mal bestätigen hier? Ach ja, Premium Panzer. Ja, stimmt. Ach, ja, ja, okay. Ich bin so dumm. Wow. Was ist denn jetzt schon wieder?
Hallo Lalle. S1 auch keine Tarnung. Ja, der Borsig auch nicht. Nö. Braucht man nicht. Ist alles besser ohne. Billig. Ach, guck an, hab was gefunden. Aber guck mal bitte auf die Minimap. Kannst du versuchen zurückzukommen, weil ich fahr da nicht vorne. Ich weiß ja nicht, was die da machen. Ja, die. Na, guck dir, ich fahr nicht weiter. Guck ja, dir warum die, nicht? Guck warum dir die soll ISO ich vorfahren? An. Wenn die ganzen Happys und so hinten drin stehen. Ich bleib hier, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, Alter. Denn stehen sie da hinten mit 25 Panzern und schießen trotzdem nicht drauf. Geile Scheiß. Das war's. Ach hier, komm. Ist mir scheißegal. Spottet für euch selbst. Mir ist das Bums. Ich kann nicht. Ich versteh dich. Ja, aber solange VK hinter mir steht. Nee, ich fahr da jetzt weg. Ist mir dumm, ist mir egal. Ich fahr auf die andere Seite. Ich fahr auf A6 jetzt. Ich spiele. Mich hab das in den letzten Tagen schon so oft erlebt. Und in den letzten Streams, dass hier keiner fährt. Dass die. Dass der VK ist der Oberknaller. Selbst die beiden TDs. Was. Ich weiß immer nicht, also auf der Karte kann ich es richtig nicht verstehen, warum man da als TD in die Mitte, also da auf diese Anhöhe fährt. Dort hast du keine Ziele. Das ist Schwachsinn. Ja, das kannst du machen am Anfang, bis es ja, sich verteilen. Die erste aber halbe Minute und dann musst du dich aber bewegen genau. Und der VK hat dort überhaupt nichts zu suchen. Meine Güte, ey. Krass. Ja, Borsig und Iso, ihr habt dort auch gerade nichts zu tun. Ihr könntet auch mal überlegen, wo ihr euch besser hinstellen könntet. Ich bin eigentlich froh sein, dass Kaati dabei ist. Die uns richtig in den Arsch versohlt. Hier kommen jetzt irgendwie Schüsse. So, auf die kommt man natürlich nicht. Hier muss man jetzt warten, bis die durchfahren. Oh ne, Entschuldigung. Der Borsig hat Tarnung. Nur den Turm. Hat er doch Tarnung? Ja, der Turm ist ja irrelevant. Was? Wie komme ich denn bei dem durch? Steht. Ja, ich ziele. Ich habe getroffen, aber ich weiß nicht, ob ich durchschlagen habe. Ich bin offen. Hier ist 3. Reload. Ah, schade, du kriegst den nicht raus. Okay. Ja, irgendein Kettenrad, ja. Der VK ist echt der Knaller. Schießt denn da hier hin? Krieg keine Schüsse mit. Hier kam gerade ein Schuss.
Ey, Mörb. Na, was geht ab? Naja, gut, lass es jetzt mal gut sein. Wir müssen uns jetzt hier auch nicht irgendwie mit den... Ich frage mich immer noch, warum ich den Mutz nicht von der Sichtweite ausgemaxt habe. Wenn jetzt bloß der Ferdinand wäre, würde ich hier sogar vorfahren. Kannst du trotzdem. schönen Dank. Aber es ist halt auch der blöde Skorpion. Und noch eine Su, die nicht offen war. Der blöde Links. Aber wir haben gerade ein bisschen Niederlagenserie hier. Aber ich bin heute auf jeden Fall entspannter als Mr. 100%. Yes! Sehr gut. Jetzt ist das Kraut raus. Wo sind unsere? Achso. Nee. Unsere. Nadja, oh Nadja, ich kann den Blick gerade sehen. Ich kann den Blick gerade sehen, der von hinten auf dich drauf kommt. Nein, ich treffe ihn nicht. Wo kommt der? Bleibt da stehen. Komm. Was? Panzerung nicht durchschlagen? Ja, weil die war offen durch den Pantera bestimmt. Ich kann dann dem sein Rohr nicht vorbeischießen. Kannst du? Nadja? Warte. Jo, warst du offen? Nein. Ihr verliert gleich den VK-100, der fährt gerade offen übers Feld. Der 53 TP hat hier gerade mal eben locker flockig mit einer APCR reingeflackt, ohne dass einer von uns offen war. Jetzt bin ich offen. Ja, mich auch. Jetzt von der Seite der... Weil unsere Heavys aber auch den Finger nicht gezogen kriegen. Weißt du, beide TDs sind jetzt runtergefahren. Die könnten da einfach mal reinpushen. Das ist... Aber da komme ich nicht ran. Hier komme ich an den Ferdinand nicht ran. Weil der nur so knapp drüber... Skorpion kommt gleich hoch, aber ich bin im Reload. Oh, was, Skorpion? Ja, eigentlich ist das eine Scheißpose hier. Ja klar ist das eine Scheißpose. Ich bin auch nur hier hingefahren, weil auf der anderen Seite immer noch keiner steht von uns. Normalerweise spiele ich den Hill hier nicht mehr, weil damit gewinnst du die Runde nicht. Yeah, der steht. Noch, nicht noch. Kriegst du den? Ja, sehr schön. Ich hab noch zwei drin. Okay. Ich lebe wieder in Reload. Wie lange hast du Reload? Jetzt noch 20. Oh, da ist er. Scorpion. Ja, die Kanone. Schon ein bisschen lustig. Ja. Schau, mein Freund, da kann man durchs Fack schießen. Der geht jetzt raus in 2 Sekunden. Danke. Oh. 53 TP. Oh fuck, ja. Ich lade mal APCR für den. Ich trau mich nicht. Ja, wenn er muss, hat er den Schuss dodgen. Er hat geschossen. Bin gespannt, wo der fertig gleich auftaucht. Ja. Noch 2 drin. Okay. Da ist er. Über uns. Nein. Der will mich. Ich bin tot. Was? APCR? Ernsthaft? Ich bin in Reload. Er schießt. Ah ja. Oh.
würde ja jetzt sagen, blöde Posi passt zum Mutz. Ja, an für sich passt die Position zum Mutz aufgrund der Gun Depression. Das Witzige ist, es steht immer noch 8-9. Ja, also rein theoretisch, wenn die einfach mal den Finger gezogen kriegen, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, also ich meine, das war nur noch der Ferdinand und der 53 TP. Ja, warum? Warum fährt das Objekt 703 und der T32 da einfach nicht mal drauf? Wo ist denn das verschissene Problem? Alle anderen Gegner, bis auf die Su-130, die immer noch unspotted ist, stehen auf der anderen Seite. Ja, einfach mal in dem Moment mal einen Finger ziehen. Zumal der T32 fast noch Full Life ist und das Objekt bis gerade eben auch noch fast Full Life war. Naja. Wer kommt am 28. raus? Hat Twitch in letzter Zeit irgendwas an dem Videokodex gemacht? Das läuft gerade nicht so prickelnd. Meines Wissens nicht. Ich habe auch keine verworfenen Frames. Nee, also beim Ruckels oder was? Ich finde das Bild sogar sieht gut aus für die Anzahl der Bits, die ich da hochlade. Ja, ja, ist es jetzt Sarat oder Sarah oder Sarat? Ich weiß es nicht. Sarat. Mein Twitch läuft gut, sagt auch Nator. Mausi, alles gut. Twitch ist ganz eigen. Also bei manchen läuft Twitch halt super und bei manchen kannst du das vergessen. Das ist ganz komisch. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach nicht so zuverlässig und universell für, wie auf YouTube. Ich bin auch richtig scharf. Ja, weil ich jetzt seit einigen Wochen die Systemkamera als Webcam benutze und nicht mehr die blöde Logitech. Also was heißt, blöd war die ja nicht. Aber die Kamera da liefert ein 4K-Bild. Und ich habe ja für die Lego-Streams mir extra das Camlink von Elgato gekauft. Und da benutze ich auch die Kamera dafür. Das ist super. Apropos Lego. Es wird im Februar einen neuen Lego-Stream geben. Oh, er bounced, lol. Er baut mich nach. Er baut. Nee, dich nicht. Was? Der Stream hat nicht so gute Qualität? Und zwar hat Lego ein neues Set angekündigt, was am 1. Februar rauskommt. Und zwar die Raumstation ISS. 70 oder 80 Euro, 800 Teile. Das machen wir. Lego, Manuel. Lego. Kobi, muss ich sagen, ist natürlich panzermäßig spezifischer für unseren Kanal hier. Aber. Ihr seid schon raus, ne? Ich will mal noch gerne irgendwie die Runde abwarten. Aber ich muss sagen, dass mir die Anleitung bei dem Leopard, ihr habt das ja gemerkt, also wer den Stream damals gesehen hat im Dezember, das hat mir nicht so gefallen mit den Tüten. Fand ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Und ja. Nee, aber Lego, das ist so ein ähnliches Set wie die Saturn 5. Das ist nämlich ein Set, was von der Community eingereicht wurde, was Lego jetzt übernommen hat. Ein neuer Mozi. Und kommt am 1. Februar raus. Kostet 70 oder 80 Euro. Habe ich heute erst gelesen. Follow ist für Lego Stream. Aber der wird vermutlich auf YouTube sein, Sarah. Aber du bist ja heute auch auf den Discord gekommen. Da wird die Ankündigung auf jeden Fall auch sein. Kein Problem. Cortano, genau. Warum ist Nadja heute so leise? Nö, keine Ahnung. Ich? Also, ich habe nichts an den Soundeinstellungen gemacht. 2,9 Damage.
Oh, die Runde war eigentlich, also ich fand, also rein von den Werten her. Sucht ihr da mal was Schönes aus, was ihr jetzt fahren möchtet. Okay, ich sag das, dann packen sie den gleichen Panzer nochmal rein. Na gut, wenn du TD fährst und du Medium. Warte, 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 ich suche meine Su. Bin ich blöd? Warte, wenn du, nee, dann fahr ich fahr den hier. Ist fast das gleiche. So. Cortano, geil. Bei mir haben alle Teile gefehlt, aber die sind wohl bei dir gelandet. Interessant, dass wir mit drei Heavys gematcht werden. Ach so, das Platoon. Hm. Los geht's. Ach, sind wir so durch mit den Karten, okay? Kronksturm, das weiß ich noch nicht. Da hinten ist ein Baum gefallen. Okay. In Richtung hier. Kommt der ja schon richtig aggressiv rangefahren. Da kommen ja noch mehr. Oh, da kommt das Platoon. Ich bin spotted. Komm, verpiss dich! Du scheiß Spasti. Scheiße. Das ist durch, ja. Das hier, bester Scout. Alter Falter, was ist das denn? Die machen es recht. Die machen es richtig. Und die schimmeln sich da die Nase ab. Das ist durch. Ich bin draußen. Das gucke ich mir nicht mit an. Komm, wir fahren da mal was Lustiges. Was denn? Jo. Genau auf die Schiene. Fünfer. Ja, ist mir scheißegal. Nee, das mit dem Stoppschild bleibt der Betriebsgeheimnis. Betriebsgeheimnis? Da war eh nicht mehr viel Betrieb beim Stoppschild.
Mozzi VIP Resub incoming. Sag jetzt einfach, das liegt an dem Fahrstil von deinem Dad, aber. Daran lag das nicht. Yeah. Okay, der Reihe nach. Captain Weitschi, vielen Dank für deinen Resub im dritten Monat. Was hat er geschrieben? Argumento invertas trivialo mertales. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielen Dank. Und Haubitzenfritz, vielen Dank für deinen Host. Sei willkommen. Schickst du jetzt einfach deine Leute von War Thunder zu World of Tanks? Oder hast du selber gerade World of Tanks gespielt? Nur damit sie vergleichen können. Und Servus, Captain Weitschi. Boah, Mikro, ey. Hängt's dir ins Gesicht? Die Nudel. Das Mikro. Mensch. Ja. Seid aber heute auch irgendwie sexistisch ankauft, gell? Nein. Na, ich glaub, wer hat vorhin was von Arschlecken gesagt? Das war's doch ja, du. Weißt du. Du hast damit angefangen. Sie fängt immer an, da irgendwas rauszuhauen, aber sobald wir nur irgendwie eine kleine Andeutung machen, ich hab ja auch heute sexistisch. 10 Minuten streamen, muss noch Video schneiden. Wieso streamst du denn nur für 10 Minuten? Hältst du mal die Klappe da hinten? Das macht Spaß. Um den Leuten Bescheid zu geben, ach so. Komm, wir dürfen Vierer klatschen, jetzt fühle ich mich fast schlecht. Ja. Ich mich nicht. Das wundert mich nicht. Ja, aber du musst das schon mal treffen. Ja, ich muss das immer treffen. Ui, ui, ui. Ja, genau, danke. Ich krieg den Schuss von dem Hetzer ab. Wo ist denn der? Na, vor mir, unser eigener. Die schießen hier blind rein. Da war irgendjemand offen. Ich brauche halt hier Licht irgendwie. Genau, Cortana, genau. Ich hab mir jetzt was komplett alleine rausgenommen, Scheißdreck. Welcome back, Streak. Ey, ja, sag mal, ich einmal Schuss und dann ist er mal tot. Was ist denn das? Noch. Oh. Ich glaube, da hinten steht noch was. Ja. T34. Scheiße. Steht genau da hinten am Zip. Oh ja, da. Ich bin hier offen. Hallo? Nochmal die Kanone. Jetzt fährt er mir eigentlich einen Schuss rein. Come on. Jetzt bin ich auch One-Shot. So, Lux, mach was für dein Scout-Geld. Du bist auf Tier 4 schon ein richtiger Scout. Einer der wenigen. Tu was. Hat der einen kaputten Motor? Was ist denn falsch mit dem? Der Lux ist doch normalerweise mega schnell. Was konnte denn der da so rum mit halber Mops-Geschwindigkeit? Das ist bestimmt der VK-100-Spiele für Grau. Es fehlt noch ein Marder. Von wo habt ihr den Beschuss gekriegt? Na, jetzt gar nicht mehr. Der keine Ahnung, wo jetzt noch was ist. Also Mother fehlt halt noch, der kann aber auch einfach hinten beim MC... Ach ne, guck hey, ein neuer Mozzi. Uafza, danke für den Follow, willkommen. Ich fahre jetzt einfach über den Fleck. Scheiße.
Kriegt der Lux jetzt mal den Finger gezogen? Die Runde ist zu schnell. Ich glaube, jetzt war ich offen, oder? Ja, was ist das Problem gegen Vierer? Mit 25% Crew, ja genau. Nicht, also 75% Crew, nee, 50% Crew für Lau gekauft und dann noch auf einen Panzer gesetzt, der, wo sie nicht drauf geschult ist. Dann kommst du bei einer 25% Crew raus. Also keine Ahnung, so geraten, aber mit dem Malus könnte das so durchaus vorkommen. Ich hab, ey, dann ist der Panzer richtig scheiße. Toll, ich habe eine Blaupause für den H35 bekommen und spare damit 70 XP. Gott. Die hast du doch bestimmt schon immer gewollt. Ja, ja. Ist aber mit nichts zufrieden heute, ne? Hey. Also, an mir liegt's nicht. Willst du mir irgendwas sagen? Timo ist doch heute derjenige, der hier den... Der Grinch ist. Der raged immer. So, der komm. Der grinched immer. Pack dir was rein hier, Mädels. Komm, wir machen nochmal was Offensives. A44, offensiv. Nadja, ich glaube, manchmal hast du das Spiel noch nicht so richtig verstanden. Hey, Angriff ist die beste Verteidigung. Was ist das? Das ist ein Siemer. Was fahre ich denn da? Ach, hier. Ne, den habe ich ja schon auch schon durch. Was fährt eine Cheetah? Okay, dann fahre... Skorpion. Dann fahre ich... dann fahre ich Waffenträger. Das mal zum Spaß mit dem Hetzer gemacht, war egal. Nach 5 Runden oder so war ich trotzdem trotzdem Ace. Ja. Hetzer würde ich irgendwie mal irgendwann mal nochmal auspacken und testen. Top Tier. Hm. So jetzt schnell. Wenn du dann E25 genommen hättest, Mensch. Mut zum Risiko. So Schnecke hier, Schnecki, wo willst du hin mit deinem Rüssel-Skorpion? Willst du vorne an die Ecke oder willst du hier hinten stehen bleiben? Vor der vorne ran. Okay. Wahrscheinlich gehe ich auf, kriege die M44, zeige einen Mittelfinger, dann gehe ich auf Klo, komme wieder, trinke ein Bier. Hast du gar keins mehr? Natürlich habe ich keins. Bist du unterhopft oder was? Nee. Mhm. Ist er. Ich bin wie der KV3 im Gegnerteam doof. Wie heiße ich denn, Paxa? Ja. Also, Heavyline ist dann mal gar nichts. Dann fahre ich doch nicht da. Oh, leck. Klar. Wo willst du hin? Ja, ich stelle mich hier hin in den Busch und guck den Pass. Ja, du hast Gun Depression, die habe ich nicht wirklich. Musst du es über A spielen? Ja, ja. Mag ich Kimme nicht. Kimme und Korn und so. Ja. Hihi, Kimme. Ha, ha, ha. Oh, unser Easy 8. Wo will der denn hin? Junge, die Brücke ist nicht durchgängig. Ja? Das weißt du schon. Der plumpst da hinten gleich runter, weil ist ja ein geiler Hecht. Oh, die brennt. Hihi. Ja, wer wohl der G2, gell? Steht. Oh, jetzt habe ich irgendwo in den Boden geschossen.
Ja, der Steier. Oh. Der Steier ist irgendwie manchmal. Oh, da kommt noch mehr. I need some help. Wo steht denn der? Aha, E25 im Gegnerteam. So, so. Zwei Stück sogar. Oh. Das merkst du früh, Nadja. Da drüben ist irgendwo der Rudi. Ja, KV85, wir haben es verstanden. Ja, schön. Ja, da kann ich jetzt gar nichts machen. Solange sie dort stehen. Mist. Die Fluggeschwindigkeiten der Granate sind auf dem Steier halt nicht unbedingt die besten. Oh Gott. Steht der denn? Ja. Oh oh. Ach, Mann. Nashorn. Oh fuck. Ich nehme die Su. Oh shit. Kriegst du das Nashorn vielleicht nochmal auf? Ich hab HE jetzt drin, ne? Und ich schlag halt nicht. Ich treff gar nicht erst. Oh, ich bin offen. Fuck, fuck, vor mir KV3. Und oben E25. Komm, von der. Ach, die andere Seite ist ja schon tot. Ja. Komet mit HE. Ach, der KV3 muss weg. Ja, der Komet ist mit APCR. Ja, na klar. Ach ja. Steht euch wieder 4 zu 11, Mensch. Ja, läuft. Das läuft ja wirklich super. Komm, der ist ein 3-Shot. Jetzt noch ein 1-Shot. Ja, snappen kannst du. Ja, ich bin auch alles. Ja, ja, ist mir schon klar. Ich mach doch noch Spaß. Snappen kannst du mit dem ja eh nicht. So, gleich kommt eh die dicke Wurst von hinten. Pass auf. Dümmte, 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 dümmte. Da kommt er. Dümmte, 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 dümmte. Dümmte. Ich will sie alle vorbeischießen. Was ist denn das richtig mit dir? Oh Mann. Mit wem? Mit mir? Ja. Was denn? Ey, wenn drei verschiedene Panzer mit APC auf mich schießen müssen, das ist einfach lächerlich. Sag mal, musst du mir alles nachmachen? Fast den identischen Schaden gemacht. Ja. Irgendwie mussten wir unseren A44 0 Damage ausbauen. Ja, wenn man nur hinten steht und campt, kann man leicht reden, ne? Es ist schon bemerkenswert. Also das Ergebnis ist irgendwie. Hast du noch Spotting gemacht? 39, okay. Ja. Willst du noch mal fahren? Na gut. Na klar, das war ja nix. Es ist gleich um 9. Wir machen heute pünktlich Feierabend.
Oh. Morgen kommt meine neue Matratze. Sammy fast verschluckt. Steht hier. 23.01. zwischen 11.15 Uhr und 14 Uhr. Ihr seid so bescheuert, wisst ihr das? Hast du die andere schon durch oder was? 25 ja. Jahre die Matratze nicht benutzt. Ein Wochenende. Oh Scheiße, ich brauche eine neue Matratze. Ihr seid so ja, doof. Es ist ja, jetzt scheißegal, was ich sage. Ja. Kann nur in die Hose gehen. Oder in die Matratze. Oh. Matratzenauflagen kann man einfach nur jedem empfehlen. Die aus der Werbung für was? 129 Euro? Ja, die von. Ja, hier bett1.de, aber die hat ein bisschen mehr gekostet, weil ich ja nicht nur eine 80er habe, sondern ich habe ja 140er Breite. Ey, Nadja! Ich hab doch jetzt nichts gesagt. Aber wir sollen schlimm sein. Ja, hallo, ich hab einfach nur gesagt, dass ich mir eine neue Matratze fürs Bett gekauft hab. Ihr seid so Entschuldigung, ihr seid so behindert. Nee, ich merk schon. Ihr seid heute aber alle wieder albern, ne? Ach ja. Ja. Kilo, ist das nicht ein bisschen viel? Ach, rummel ich dir zu. 90, 60, 90 und das Ganze auch am anderen Bein. Oh Mann. Der Tiger da. Hab ich mich auch gerade gefragt. Es war halt einfach mit dem Hintergrundwissen, was man hat, eine Steilvorlage. Panther M10 schießt blind zurück mit APC. Wo steht denn der? Rechts oder links von der. Links. Ah, oh, da komme ich nicht ran. Obwohl, doch von hier aus eventuell. Warst du offen, Nadja? Nö. Also, irgendwie ein paar Ziele wären es schon geil hier. Ja, wenn sich beide Scouts schon wieder wegschmeißen. Standard. Oh, da kommen wieder Blindschüsse. Na, fahr halt weg. Ich stehe ja woanders. Auf jeden Fall, die Matratze kommt morgen, ja? Hm. Pünktlich vorm Wochenende. Also das macht's echt nicht besser. Die Frau. Du hast genauso blöd gelacht. Klar. Da habe ich mir was Gutes ausgesucht. Bei der Klinge? Eigentlich müssen wir hochfahren, Nadja, weil wir die, wenn die hier massiv auftauchen, dann. Du kannst die Matratze ja spenden. Also die alte. Nee, die kommt einfach auf den Schrott. Jetzt bin ich offen. Was? Ich habe noch nicht einmal Schaden gemacht. Also zumindest nicht bewusst, weil ich war blind schon mal irgendwie. So, wollen wir jetzt nochmal da ranfahren?
Mhm. Ich meine, guck mal, da sind noch ein paar Leute mit der HP hier da. Oh, sorry. Gut. Stehen da alle im Weg rum. Oh, Entschuldigung. War Absicht. Panther macht Luki Luki. Ja. Mensch, Bogetto, ich stehe da schon viel länger wie du. Pisser. Oh. Vorsicht, die können auf dich schießen. Ja, ich fahr zurück. Arti, hast du auch irgendwie mal Händchen? Hellcat hat es für mich geschafft. Ah, ich geh jetzt raus hier. Oh, ich verschieße den. Nee, block mich noch nicht! Ja, doch, ich will doch den Schuss blocken. Ja, du hast ja aber nicht mich blocken. Ja, ich will den Schuss blocken, der auf mich fliegt. Ach, scheiß Hellcat-Gunblende. Oh Mann, ey, das ist diese scheiß Kanone. Das ist eine Kanone in der Runde. Leo mit APC. Ja, genau, die eigene Arti schießt jetzt auf mich hier, oder? Was ist denn mit dir nicht richtig, ey? So die eigene. Ja, weil der Schuss gerade genau hinter mir ist. Oh, schön. Hey, Cat. Kann ich auch täuschen. Ich bin halt One-Shot, ich hab jetzt ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, was die da hinten machen. Die haben die Arti rausgenommen. Endurion hat. Hey, Cat. Das Problem mit den beiden TDs, die wir hier haben, du kannst mit denen so gut wie nicht snappen. Du musst immer ein Stück einzählen. Also mit dem Skorpion noch mehr als mit dem Waffenträger. Oh, Leo kommt unten. Sehr schön. Nimmst du den? Geschossen. Der hat, du kannst. Guck mal, ob die Hellcat wieder oben ist. Puh. Die rechts sind ja tot, beide, ne? Und Leo pusht. Das macht Nadja. So, ich guck mal was rechts. Na, der Leo war jetzt dein Job. Okay. Der ist doch raus. Ja, ja. Wäre aber auch dein Job gewesen. Ja, ich hab verschossen. Wo guckt der hin, die Hellcat? Zieht sich zu euch. Zu mir. Oh, ah! Panther was? M10 hier hinten. Ach, oh, fuck, echt? Der ist zurückgefahren? Ja. Schießt immer noch APCR. Ja, ich hatte jetzt auch gerade APCR drin. Oh, da ist er doch. Kommst du an ihn ran? Oh, okay, hat's erledigt. Für den Ferdinand lasse ich mal APCR drin. Aua. Der steht. Schön. Cool. Gut gemacht. Nee. Doch. Also, wir haben das da gut gehalten. Wenn die gepusht hätten, wären wir raus gewesen. Die waren nur zu dumm zum Pushen. Ich hab nichts getroffen. Ja. Doch, mich mitten ins Herz.
Oh Gott. Oh. Ich rutsche ja auch gleich aus. Oh, ich muss kotzen, ist das ekelhaft, ey. Ach ja. Das hat sich aber letztens im Discord noch ganz anders angehört. Ich? Ich bin so aufgeregt. Ja, du? Nee. Gefühle. Bleh. Brauch ich nicht. Ich bin ein harter Mann. Ich kann zocken. Ich hab mein IT. Ich geh arbeiten. Ich mach meinen YouTube-Kanal. Twitch. Ich brauch Liebe nicht. Aber ich bin so einsam. Ich bin der harte Stahllauch. Das klingt falsch. Ich stell mir den Stefan gerade irgendwie so vor, er liegt auf seiner neuen Matratze und rollt sich dann einfach ein wie so ein... Was roll ich mich? Du rollst dich dann ein wie so ein Rap. Ach so, ja, jede Nacht. Aber weißt du was, wir machen jetzt Feierabend hier, Schätzeleins. Schnuckis. Ich danke euch fürs Mitfahren. Mhm. Ich danke... First Front für sein Rage. Am Ende habe ich mich gefangen. Ja, und er war ja am Ende auch wieder besser. Es war zwischendrin mal ein bisschen. Ich gucke nochmal kurz auf die Stats. Ja, es war, also wir sind 18 Runden gefahren, haben eine Siegrate von 44%. Das war jetzt irgendwie, das war jetzt nicht so doll, muss man schon sagen. Aber wir hatten trotzdem Spaß. Obwohl ich gerade, dass meine WN8 hinten raus wieder ein bisschen hochgegangen ist. Na egal. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Dann auf YouTube und dann spielen. Entschuldigung, dann spielen wir Phoenix Point weiter. Den Stream muss ich aufgrund von Matratzenlieferungen auf Donnerstag verlegen. Nadja, das muss ich jetzt. Ich muss da jetzt in die Kerbe reinhauen. Also morgen. YouTube mit Phoenix Point. Es wird so ungefähr 19:30 losgehen. Und dann am Samstag wieder hier auf Twitch mit World of Tanks. Jetzt gucke ich euch mal noch kurz, wenn ich euch hosten kann. Kennst du den Film Werner hier von wegen Flachkörper machen, wenn sie unterwegs sind in den Schweizer und dann machen sie das Geräusch bitte nochmal nach. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört. Iku, Iku, Iku. Nee, die Szene kenne ich gerade nicht. ich schicke euch mal zum Shading Blue, beziehungsweise LD Blue. Das ist einer der Organisatoren von The Fight Night, der übrigens auch aus Leipzig kommt. Da könnt ihr noch ein bisschen weiter World of Tanks gucken. Und grüß mir lieb Fatima, behandle sie gut. Ja, Cortano. ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wie gesagt, morgen dann auf YouTube und am Samstag wieder auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.